Okay, das war die erste Folie. Die habt ihr verpasst. Hier sind wir stehen geblieben. Also, Schilddrüse, Lipidsenker, Antidiabetika und Glukokortikoide. An sich habt ihr mit dem Block 9 das kondensierte Pharmawissen jetzt schon mal intus. Block 10 und 11 ist im Vergleich jetzt nicht so intensiv. Das Problem ist aber, im vierten Semester, den wir jetzt seid, ihr habt jetzt auch Sezierkurse, worauf ihr euch alle freut, oder? Ja? Sehr gut. Ich habe mich auch damals drauf gefreut. Die Freude wird nicht enttäuscht werden. Und deswegen habt ihr mehr zu tun. Ihr habt auch irgendwelche Krankengesundheitsuntersuchungen an Patienten, mit Studienkollegen, Kolleginnen auch. Und Gesprächsführung. Also es kommen ganz viele neue Sachen dazu. Und deswegen ist jetzt weniger Zeit verfügbar für Pharma-Motivation, beziehungsweise die Pharma-Motivation irgendwie ans Buch zu bringen. Also, ihr müsst man denken, es sind einzelne Termine, es ist nicht eine ganze Woche, aber vorweg, es ist nicht mehr so viel Stoff. Vor allem Block 10 ist relativ überschaubar. Ich beginne dann gleich mit der Schilddrüse. Also, Programm, heute Schilddrüse, Lipidsenker, dann am Mittwoch, also morgen nicht hierher kommen, auch wenn ihr schon drauf gefreut habt, am Mittwoch geht es weiter, Mario macht den Zucker und die Glukokortikoide mit euch. Und dann, eine Woche später, was ist das? Wieso steht da Dienstag? Mario, du machst Dienstag? Ja, okay. Das stimmt so, ja? Okay, der war woanders, als du mir das erzählt hast. Genau, okay, also. So wie es da steht, stimmt's. Mittwoch, Antidiabetiker Glukokortikoide von Mario. Dienstag, nächste Woche, Antidiabetiker Glukokortikoide. Mittwoch, das Highlight von Block 10, Team-Based Learning mit Mario. Freut euch drauf. Und erzählt mir, wie es war. Vielleicht vorweg noch einmal, ihr habt Block 9 gehabt, ihr habt die Tutorial gehabt. Wir würden uns sehr freuen darüber, über konstruktive Kritik an den Tutorien. Falls es irgendwas gibt, was ihr bemängelt, dann sagt uns das. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, sagt uns das bitte. Destruktive Kritik bitte nur an Mario. Danke. So, dann fangen wir jetzt an mit der Schilddrüse, oder? Die Schilddrüse kennt ihr alle. Schilddrüse heißt Glandula thyroidea. Und wo die Schilddrüse liegt, wisst ihr auch, wo liegt die Schilddrüse? Genau, beim Hals. Also, ist da auch schon abgebildet. Wir haben einen logischen Dexter, einen rechten Lappen und einen linken Lappen. Was gibt es noch oft? Anlagebedingt bleibt in der Schilddrüse, was für ein Lappen oft übrig? Der Locus coeruleus ist dann vielleicht manchmal bei Operationen interessant. Ist egal für euch. Also, einen rechten Lappen, einen linken Lappen. Das müsst ihr wissen. Und die Lage müsst ihr wissen. Unterhalb des Larynx liegt die Schilddrüse. Und das müsst ihr wissen für die physikalische Gesundheit bzw. Krankenuntersuchung. Die kannst du dann die Schilddrüse untersuchen. Draufdrücken, von hinten oder von vorn, je nach Belieben. Ja. Also die einen machen es lieber von hinten, die anderen von vorn. Wichtig ist dabei, was wir zu tasten. Bitte? Genau, das heißt, müssen wir was tasten? Links. Okay, also meistens ist es so, dass man bei der Schilddrüsenuntersuchung schreibt man ganz hart am Start, dass Schilddrüse nicht von größer Schluckverschiebung liegt. Die meisten Schilddrüsen, die ich bis jetzt untersucht habe, waren eigentlich nicht palpabel. Aber auch mit Mario Rücksprache gehalten, auch er hat sie oft nicht wirklich palpiert. Das heißt, meistens tastet man sie gar nicht. Und manchmal ist die so vergrößert, dass die einen sofort anspringt. Ja, dann sieht sie jeder. Gut, prinzipiell liegt sie also hier. Und man muss wissen, die liegt auch so ein bisschen retrosternal. Das heißt, sie liegt relativ weit unten. Das ist auch einfach ein Grund dafür, dass man sie meistens gar nicht so gut tasten kann. Wir brauchen die Schilddrüse für die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Das ist mal ganz logisch. Und wir werden uns die Wirkung von den Schilddrüsenhormonen dann gut anschauen. Die müsst ihr wissen. Ihr müsst wissen, wie wirken die Schilddrüsenhormone und eigentlich pharmakologisch ist auch vor allem die Substitution von Schilddrüsenhormonen interessant. Dann, was gibt es in der Schilddrüsengegend noch? Es gibt die Nebenschilddrüsen, die kennt ihr auch, die machen das Parathormon und Parathormon führt dazu, dass der Kalzium mehr freigesetzt wird aus den Knochen. Und dann gibt es noch die C-Zellen, die produzieren Calcitonin und was ist die Funktion von Calcitonin? Hätte ich auch gesagt, Calcitonin führt dazu, dass die Calciumkonzentration im Blut ein bisschen sinkt, wobei man sagen muss, dass wenn der Körper kein Calcitonin mehr produzieren kann, dann passiert was? Osteoporose. Nein, nichts. Also, die Funktion, also es ist so, dass schon der Calciumhaushalt wird von Calcitonin reguliert, aber eigentlich ist das Parathormon viel wichtiger und Vitamin D. Ja? Also das Calcitonin an sich ist ein Hormon, das vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig geklärt ist, wofür das überhaupt da ist.
physiologisch müsst ihr wieder eine Achse kennen, die ihr auch auf Block 4 schon perfekt intus habt. Der Hypothalamus im Gehirn kann TRH freisetzen, Thyreotropin, und das TRH führt dann dazu, dass in der Hypophyse, welchen Lappen der Hypophyse? Vorderlappen, genau. Wir wiederholen, was macht der Hinterlappen? Bitte? Und? Genau. Oxytocin und ADH. Was macht Alkohol mit der Hypophysen-Hinterlappen? Was macht Alkohol mit dem ADH im Hypophysen-Hinterlappen? Hemmung. Bitte? Hemmung von? Sekretion. Deswegen musst du was machen, wenn du Bier trinkst? Genau. Jedes Bier, das du trinkst, isst man zwei. Genau. Das war ein kleiner Exkurs. Also. Thyreotropin führt dann in der Hypophyse, im Hypophysenvorderlappen dazu, dass TSH freigesetzt wird. Und das TSH ist das thyroidea stimulierende Hormon. Das heißt, es ist das Hormon, das in der Schilddrüse dann an TSH-Rezeptoren bindet. Die TSH-Rezeptoren sind GS-gekoppelt. Und über die GS-Kopplung kommt es zum Zyklo-AP-Anstieg in den Schilddrüsen-Follikelzellen. Und dadurch kommt es dann zur Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Das Schilddrüsenhormon an sich ist eigentlich ein Überbegriff, wir reden von T4 und T3, also je nachdem, ob 4 oder 3 mal Jod eingebaut wird, gibt es halt das Thyroxin, also das Tetrajodthyronin oder das Triodthyronin. Also es gibt einmal das Schilddrüsenhormon mit 4 Jodatomen und dann gibt es das mit 3. Und für euch ist wichtig, dass T4 eigentlich nur die Vorstufe von T3 ist. T3, das Triodthyronin, das ist eigentlich das wirksame Prinzip vom Schilddrüsenhormon. T4 wird in T3 umgebaut. Also es wird wieder ein Jod abgespalten und dadurch wird es dann erst zum T3. Was ist dabei wichtig, da werde ich später noch darauf eingehen. Es wird eigentlich 10-mal mehr T4 pro Tag produziert von der Schilddrüse als T3. Und es gibt auch pharmakokinetische Unterschiede. Wir werden das nachher noch besprechen. Jetzt merkt ihr euch einfach nur, T3 ist das wirkende Prinzip von den Schilddrüsenhormonen. Und es gibt wie immer einen Feedback-Mechanismus, dass wenn dann TSH an die Schilddrüse gebunden hat und die Schilddrüse Schilddrüsenhormone sezerniert hat, dass dann im weiteren Verlauf die Schilddrüsenhormonsekretion auch wieder runtergekoppelt wird, und das funktioniert über diesen Feedback-Mechanismus, der hier mit den roten Strichen gekennzeichnet ist. Ihr kennt es auf Block 4. So, die Schilddrüse braucht für die Produktion von Schilddrüsenhormonen Jod. Das ist ganz wichtig. Also, als erstes müssen wir uns anschauen, woher kommt das Jod? Also, es kommt aus den Nahrungsmitteln, haben wir Jod. Und weil Mitteleuropa eigentlich ein Gebiet ist, wo aus dem ganzen Boden und so, wurde das Jod rausgewaschen in den letzten 10.000 Jahren. Oder Eisschmelze, da war irgendwann eine Eiszeit und dann hat sich das ganze Eis geschmolzen und hat das Jod rausgewaschen. Deswegen ist eigentlich per se in unseren Grundnahrungsmitteln zu wenig Jod drinnen. Und daher hat ein Psychiater dann die Empfehlung ausgegeben, man sollte doch Jod dem Speisesalz zuführen. Welcher Psychiater war das? Sigmund Freud. Nein? Nein, es war nicht Sigmund Freud. Es war ein anderer Psychiater. Es war ein Psychiater, ein österreichischer Psychiater, der noch eine bemerkenswerte Therapie eingeleitet hat. Und zwar hat er die progressive Paralyse der Syphilis mit Malaria geheilt. Wer war das? Es gibt in Linz eine Psychiatrie, die damit benannt ist. Wagner Jaube, genau. Du bist Wagner Jaube, war das. Der hat also in den, keine Ahnung, 20er Jahren vom 20. Jahrhundert festgestellt, dass Jodmangel in Mitteleuropa häufig ist und dass man Jod dem Speisesalz zuführen muss. Und heutzutage ist es auch so, dass im Speisesalz Jod drinnen ist. Also, wir brauchen Jod aus dem Salz. Das Jod wird dann über einen Natrium-Jod- oder Jodid-Symport aufgenommen in die Follikelzellen. Also, wo ist der schöne Zeigestab? So, Natrium-Jodid-Symport. Hier werden zwei Natrium-Ionen mit einem Jodid-Ion aufgenommen. Ein Symport, der auch gegen ein starkes Konzentrationsgefälle noch Jodid aufnehmen kann in die Follikelzellen. Und deswegen kommt es eine Anreicherung von Jod in den Follikelzellen. So, das Jodid muss dann aber auch noch weiter transportiert werden an der
apikalen Seite von der Follikelzelle der Schilddrüse wird Jodid dann über den Peregrin-Transporter in das Follikellumen von den Schilddrüsenzellen hineintransportiert. Also das ist mal der Weg von Jod von Bachlaborat, von der Blutseite, in das Follikellumen von der Schilddrüse. Und dann muss mit dem Jod, das Jod muss dann weiter prozessiert werden, als erstes muss Jod dann oxidiert werden. Und für diese Oxidierung brauchen wir die Peroxidase. Die Peroxidase ist also das Enzym, das Jodid mit Wasserstoffperoxid oxidiert zum Jod. Und Wasserstoffperoxid ist ein Sauerstoffradikal und deswegen ist auch ganz klar, dass diese Reaktion wo stattfinden muss? Extrazellulär. Ja? Also wir wollen keine das Wasserstoffperoxid, die Sauerstoffradikale dürfen nicht hier in der Follikelzelle sein, sondern die müssen hier im Follikellumen anfallen. Dann sind die Zellen davon besser geschützt. Also wir haben hier die Peroxidase, TPU heißt die auch, die thyroidale Peroxidase, sie oxidiert Jodid. Und der weitere Schritt, den sie dann katalysiert, ist, dass dieses Jod dann an Tyrosinreste von einem großen Protein im Follikelumen gehängt wird. Dieses große Protein im Follikelumen heißt Thyroglobulin. Also Thyroglobulin, ein großes Protein mit ganz vielen Tyrosinresten. Und ihr wisst ja, Tyrosin ist eine Aminosäure, die hier so einen aromatischen Ring hat. Ja, und an diesen Ring können jetzt 1 bis 2 Jodatome drangehängt werden von der Thyroperoxidase und dadurch entsteht entweder Monojodthyronin oder Diodthyronin. Okay? So, und was macht jetzt die thyroidale Peroxidase dann? Sie kann dann, je nachdem, entweder 2-mal Diodthyronin oder 1-mal Diodthyronin und 1-mal Monojodthyronin koppeln aneinander. Und dann entsteht entweder Triodthyronin, wenn es 3 Jodatome hat, oder Tetrajodthyronin, wenn es 4 Jodatome eingebaut hat. Also das ist der Werdegang von Jod, von der Nahrung bis ins Follikelumen der Schilddrüse. Wo gibt es denn noch solche Natriumjodid-Symporter? Wer weiß das schon? Wo kannst du noch Jod aufnehmen? Bitte? Haut, okay, genau, wo noch? Speichel. Also die Speicheldrüsen. Die Speicheldrüsen haben auch einen Natriumjodid-Symporter und wir werden dann später auch noch kurz, okay, nein, jetzt darf ich die Spannung nicht ins Unerträgliche steigern, wenn wir gleich sagen, warum das relevant ist. Also, man kann ja, wenn die Schilddrüse eine Überfunktion hat, dann kann man mit radioaktivem Jod, radioaktiv markiertes Jod, das kann dann die Schilddrüse gezielt kaputt machen. Ja, weil das Jod reichert sich dort an und dann macht die radioaktive Strahlung die Schilddrüse kaputt. Wenn man das macht, muss man dann denken, dass bei diesen Patienten ein sogenannter Jodismus auftreten kann. Das heißt, alle Zellen im Körper, wo Jod aufgenommen wird, können ein bisschen gereizt werden. Das heißt, die Speicheldrüsen können gereizt werden, die Haut kann gereizt werden, also es kann so Mundtrockenheit oder sowas auftreten und Jodakne. Gut, also Jod von der Nahrung ins Follikelumen. Wenn es dann im Follikelumen ist, ist also Jod an den Tyrosinreste gebunden und es wird entweder ein Monojodthyrosin an ein Diodthyrosin gehängt oder Diod mit Diod. Dann haben wir entweder Triodthyronin oder Tetrajodthyronin. Jetzt haben wir also den Speicher im Follikelumen aufgebaut, wo die Schilddrüsenhormone permanent gespeichert werden und synthetisiert werden. Und dann müssen wir überlegen, wie kommt jetzt dieses Thyroglobulin ins Blut, beziehungsweise wie kommen die Hormone, die an den Thyroglobulin gebunden sind, ins Blut. Dafür brauchen wir jetzt eine Stimulierung der Schilddrüsenzellen durch Aktivierung des TSH-Rezeptors. Wie ich jetzt schon gesagt, der TSH-Rezeptor ist GS gekoppelt, also Zyklen-AMP-Anstieg und so weiter, Proteinkinase-A-Aktivität, führt dann dazu, dass erstens die Synthese von Schilddrüsenhormonen gesteigert wird und zweitens führt es dazu, dass Thyroglobulin verstärkt wieder aufgenommen wird in die Zellen über Pinozytose. Pinozytose ist das Trinken quasi, kennt ihr noch? Also, über Pinozytose wird Thyroglobulin aufgenommen in die Follikelzellen und dann wird es lysosomal abgebaut und bei diesem Abbau fallen dann genau diese Triodthyronin oder Tetrajodthyronin-Hormone an. Die fallen dann in den Zellen also an, die entstehen durch den Zerfall von Thyroglobulin und die werden dann sezerniert in den Blutkreislauf. Ja, bei Einwirkung von TSH.
Das ist die Physiologie, prinzipiell, wie Schilddrüsenhormone synthetisiert werden und freigesetzt werden. Wir brauchen, also genau, und wichtig war, das habe ich schon gesagt, das Verhältnis von T4 zu T3 ist ungefähr 10 zu 1. Also wir haben ungefähr 100 Mikrogramm Thyroxin, Tetrahydrotyronin pro Tag, sezerniert, und ungefähr 10 Mikrogramm Triiodothyronin pro Tag. So, wie viel Jod brauchen wir pro Tag? Wir brauchen ungefähr 150 Mikrogramm Jod pro Tag. In der Schwangerschaft brauchen Frauen mehr Jod. Ursache ist einfach, der menschliche Körper, der in ihnen heranwächst, muss auch mit Jod versorgt werden. Und das ist ganz wichtig, deswegen habe ich auch die Zitate erwähnt. Wenn man nämlich Jodmangel hat, also wenn eine Schwangere zu wenig Jod zu sich nimmt, dann passiert mit dem Fötus was? Bitte? Nicht Kreatinismus, sondern Kretinismus. Ja? Kretinismus, wer kann Französisch? Ja, Kretin, was heißt Kretin? Bitte? Zwerg? Ja? Kleinwuchs, keine Ahnung, Idiot, Zwerg, irgend sowas. Auf jeden Fall, Kretinismus, ja, ist das Krankheitsbild, das entsteht, wenn eine Schwangere in der Schwangerschaft zu wenig Jod zu sich nimmt und dann das Baby kein Jod zur Verfügung hat. Dadurch kann kein Schilddrüsenhormon produziert werden und dadurch ist erstens das Körperwachstum an sich geschädigt und zweitens die ZS-Reifung ist ganz massiv eingeschränkt. Das heißt, die kommen dann mental retardiert zur Welt. Also ganz wichtig in der Schwangerschaft, müssen Frauen mehr Jod zu sich nehmen. Und in der Stillzeit logischerweise noch mehr, weil dann das kleine Wesen auch schon langsam zu wachsen beginnt und immer mehr Jod braucht. Also, während der Schwangerschaft brauchen wir Jod, beziehungsweise die Schwangeren müssen Jod, ja. Eine Frage, was ist, wenn eine Schwangere eine Schilddrüsenunterfunktion hat und nicht zu viel Jod zu sich nehmen sollte? Warum dürfte sie nicht zu viel Jod zu sich nehmen? Okay, gehen wir für das Gedankenexperiment. Was machen wir, wenn die Schwangere eine Schilddrüsenunterfunktion hat und kein Jod zu sich nehmen darf? Wer hat einen Vorschlag? Wir geben direkt Schilddrüsenhormon. Genau. Also wir geben dann einfach Thyroxin. Ist das häufig der Fall? Also, ich habe noch nicht so viel mit so vielen schwangeren Patienten gearbeitet, aber ich würde sagen, das ist überhaupt kein Problem, weil Schilddrüsenhormon ist ganz ungefährlich zu substituieren. Schilddrüsenhormon ist auch mit OP, hat einen nuklearen Rezeptor, das heißt, es wird ganz leicht in den Blutkreislauf über die Plazenta zum Baby transportiert, also das wird kein Problem sein. Wichtig ist nur, dass eine Schilddrüsenfunktion, also wenn Symptome vorhanden sind, also dann muss ich daran denken, dass man das vor der Schwangerschaft abklärt. Also schlimm ist eigentlich nur, wenn man das übersieht, dass ein Patient vielleicht eine Unterfunktion hat. Ja, aber an sich, Schilddrüsenhormon substituieren ist kein Problem. Also, wie funktioniert das Ganze? Also, Retinismus, hier ist noch der Begriff, mentale Retardierung plus vermindertes Wachstum. Wie das genau funktioniert, ist gar nicht sicher geklärt. Es gibt mehrere Hypothesen. Zum Beispiel sagt man, dass T3 wichtig ist für die Synthese, also Triiodothyronin ist wichtig für die Synthese von MBP. Was ist MBP? Das ist ein Protein, das wir in der Myelinscheide haben. Ja? Also Myelin, bla bla bla, Protein. Ja? Ein wichtiges Protein für die Myelinscheide, also für, kann man sich schon vorstellen, wenn das weniger produziert wird, dann wird die ZNS-Signaltransduktion an sich schlecht funktionieren. Und dann gibt es auch andere Proteine, die schon gezeigt haben, dass die vermindert produziert werden, wenn T3 fehlt. Neurokinin, das für die Exozytose von Transmitter wichtig ist. Aber dann wurde auch gezeigt in anderen Studien, dass wenn man einen Knockout macht bei Mäusen, wenn man die Schilddrüsenhormonrezeptoren ausschaltet, also genetisch, wenn die gar nicht vorhanden sind, dann entwickeln sie die, interessanterweise entwickelt sich das Gehirn ganz normal. Und daraufhin kann man die Hypothese aufstellen, dass also der Rezeptor an sich eine Funktion erfüllt, auch wenn T3 nicht da ist. Ja? Weil entweder, wenn T3 da ist und der Rezeptor da ist, entwickelt sich das Gehirn normal. Und wenn T3 nicht da ist und der Schilddrüsenhormonrezeptor auch nicht da ist, dann entwickelt sich das Gehirn auch normal. Ja, also das Gehirn entwickelt sich nicht nur dann abnormal, wenn ein ligandenungebundener T3-Rezeptor vorliegt. Ja, also deswegen wird auch der ligandenungebundene Rezeptor irgendwelche Funktionen haben.
Das ist die Hypothese, die aufgestellt wurde bei einer Studie 2003. Das heißt, für euch, de facto weiß man das nicht genau, es gibt mehrere Hypothesen. Auf jeden Fall, Jodmangel in der Schwangerschaft ist ein No-Go. Gut, was müsst ihr jetzt noch wissen über die Schilddrüsenhormone? Ihr müsst wissen, es werden täglich 100 Mikrogramm T4 produziert und ca. 10 Mikrogramm T3. Und warum erzähle ich euch diese Zahl die ganze Zeit? Weil es kommt ganz häufig vor, dass man bei Menschen, die zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder bei Menschen, die keine Schilddrüse haben, bei denen muss man dann das Schilddrüsenhormon von außen zuführen und muss es substituieren. Und dafür müsst ihr dann die Dosis wissen. Und wenn ihr jetzt schon mal wisst, dass die Schilddrüse an sich täglich ca. 100 Mikrogramm Schilddrüsenhormon produziert, dann ist ganz klar, dass wir ungefähr 100 Mikrogramm T4 pro Tag substituieren müssen und dann ist eigentlich die Schilddrüsenfunktion wiederhergestellt. Gut, also, wir müssen oft Schilddrüsenhormone substituieren, also einfach von außen zuführen. Da müsst ihr wissen, dass T4, wenn man das von außen zuführt, 80% Bioverfügbarkeit hat und T3 ungefähr 100%. Wenn man gleichzeitig Nahrung zu sich nimmt, dann reduziert sich die Bioverfügbarkeit, deswegen soll man sie immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück einnehmen. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Die Schilddrüsenhormone sind sehr, sehr lipophil. Okay? Sehr lipophil heißt, die binden nicht an membranständige Rezeptoren, sondern an intrazelluläre, an nukleäre Rezeptoren. Ja? Also, sie sind lipophil. Das erste, was daraus folgt, sie binden an nukleäre Rezeptoren. Das zweite, was daraus folgt, sie liegen im Plasma nicht frei vor, sondern sie müssen gebunden werden. Ja, Lipophile, also Moleküle, müssen im Blutplasma immer an Proteine gebunden werden. Und dafür müsst ihr ein paar verschiedene Proteine kennen. Erstens das thyroxinbindende Globulin. Wichtig, das ist nicht Thyreoglobulin. Ja, nicht verwechseln. Thyreoglobulin war das Protein, das im Follikelumen vorkommt. Und thyroxinbindendes Globulin ist Schilddrüsenhormon bindendes Protein im Blut. Und dann gibt es noch ein paar andere, zum Beispiel das thyroxinbindende Präalbumin und Albumin selbst. Also es gibt mehrere Proteine, die Schilddrüsenhormone abbinden und dadurch den Transport im Blutkreislauf gewährleisten. Und warum erzähle ich euch das wieder? Die Veränderung von Bindungsproteine durch Östrogene zum Beispiel beeinflusst die Schilddrüsenhormonbindung, dadurch die Konzentration von frei im Plasma vorliegendem Schilddrüsenhormon. Es gibt zum Beispiel durch Östrogene Veränderungen, aber es gibt auch ganz viele andere Medikamente, die die Bindung von Thyroxin an das thyroxinbindende Globulin beeinflussen. Ja? Daran müsst ihr denken. Wenn jetzt also jemand Östrogenpräparate zusätzlich einnimmt und schon Schilddrüsenhormon substituiert bekommt, muss man dann denken, dass er auf einmal vielleicht mehr Schilddrüsenhormon braucht, ja, oder weniger, je nach Situation. Gut, ihr seht, es ist nur ein ganz geringer Anteil von T4 und T3 frei im Blutkreislauf, also nicht gebunden, ungebunden, nur 0,05% von T4 sind frei und 0,5% von T3 liegen im Blutkreislauf ungebunden vor. Und das sage ich euch wieder nur darum, weil nur die freien Anteile von Thyroxin bzw. von Tetrahydrotyronin überhaupt eine Wirkung ausüben können. Ist wiederum ganz klar, weil nur die freien Anteile können ja auch von den Rezeptoren diffundieren. Ja? Solange es gebunden ist, ist es ja gebunden. Gut, und ich erzähle euch das außerdem noch dafür, dass ihr versteht, dass wenn man eine Blutuntersuchung macht und untersucht, ob die Schilddrüse richtig funktioniert, dann ist es nicht wichtig, die Gesamtkonzentration von T4 im Blut zu bestimmen oder von T3, sondern es ist immer nur wichtig, die freien Anteile im Blut zu bestimmen. Also nur die freien Anteile, deswegen steht dann im Laborbefund, was steht da, wenn ihr T4 bestimmt, da steht mal FT4. Was heißt FT4? Das freie, genau. Freies T4. Ja? Liegt es deswegen zehnmal, im Verhältnis zehnmal öfter vor als T3? Bitte? Es ist ja, es liegt T4 liegt ja 10 mal, also im Verhältnis 10 zu 1 liegt T3 vor. Das bedeutet. Aber der freie Anteil ist eigentlich 1 zu 1, wenn man das sich durchrechnet. Eben, das frage ich ja, liegt es daran. Was liegt daran? Tut mir leid, ich bin da ein bisschen langsam. Ja? Du meinst, warum T3 wirksamer ist? Oder? Nein,
10-mal so viel gebildet bildet wie das T3, aber es ist nur ein Zehntel so viel von der Bildmenge frei verfügbar. Und ist das deswegen, hat man irgendwie herausgefunden, ob da eine Korrelation aufgrund dieser Gegebenheiten? Also, ich verstehe noch nicht, was aus dieser Erkenntnis folgt. Ja, ob man da irgendwie einen besonderen, ob man herausgefunden hat, dass das der Grund dafür ist, dass 10-mal mehr T4 gebildet wird, oder ob das einfach so what ist. Egal, das ist so what. Okay. Also es ist so, T3, schau mal, T3 hat eine viel höhere Affinität an den Schilddrüsenhormonrezeptor. Ja? Und weil T3 eine viel höhere Affinität hat und das Verhältnis von T4 zu T3 vom Freien ist ja im Prinzip 1 zu 1. Ja, wenn man 10-mal mehr produziert, aber ein Zehntel liegt davon frei vor, dann ist ja eigentlich quasi ein gutes Verhältnis 1 zu 1. Aber die Affinität von T3 zum Schilddrüsenhormonrezeptor ist viel höher. Deswegen ist T3 das Wirkende im Prinzip. T4 bindet viel leichter an den Rezeptor. Aber sonst gibt es jetzt weniger Erkenntnisgewinn aus dieser Tatsache. Wir können uns in der Pause nochmal drüber unterhalten. Okay. So, also T4 und T3 liegen im Blut immer proteingebunden vor an das glucosinbindende Globulin. Und es gibt jetzt ganz viele verschiedene Faktoren, die die Bindungskapazität von T4 und T3 an das TBG beeinflussen können. Es gibt Faktoren, die erhöhen die Thyroxinbindung, das thyroxinbindende Globulin in seiner Halbwertszeit zum Beispiel oder in seiner Konzentration an sich. Und dadurch kann halt mehr Thyroxin und Triiodthyronin abgebunden werden. Und ihr müsst euch jetzt nicht genau merken, welche Faktoren und welche Medikamente alle zu einer Erhöhung der TBG-Bindungskapazität führen und welche zu einer Erniedrigung. Meiner Ansicht nach muss man sich einfach nur merken, es gibt ganz viele Faktoren, die die thyroxinbindende Globulin-Bindungskapazität beeinflussen und man muss das immer im Hinterkopf behalten. Ja? Man muss das einfach merken, dass es verschiedene Faktoren gibt und dann muss man halt, wenn ein Patient kommt mit einer Schilddrüsenerkrankung, der substituiert werden soll, dann muss man dieses Wissen vielleicht nochmal kurz nachschlagen, ja? Oder man merkt es sich, wie man es lieber hat. Also, die Östrogene zum Beispiel oder SERMs, was sind SERMs? Selektive Östrogenrezeptormodulatoren, Block 9, Zytostatika. Gehört schon mal? Ja? Gut. Also, SERMs wie zum Beispiel Tamoxifen, Raloxifen, das sind SERMs. Und ihr wisst ja, die sind ja zum Beispiel in der Leber, sind das Agonisten am Östrogenrezeptor. Und Östrogene und SERMs führen zu einer Erhöhung des Sialinsäuregehalts vom thyroxinbindenden Globulin. Dadurch hat das thyroxinbindende Globulin eine längere Halbwertszeit und es ist dadurch also mehr vorhanden davon und dadurch kann man erklären, warum dann mehr Thyroxin und Triiodthyronin gebunden werden kann. Also das erzähle ich euch, damit ihr wisst, dass wenn zum Beispiel eine Patientin mit Mammakarzinom mit Schilddrüsenunterfunktion, ja, das Mammakarzinom wurde operiert und kriegt dann 10 Jahre postoperativ als adjuvante Chemotherapie Tamoxifen, dann müsst ihr dann denken, wenn die vorher schon Schilddrüsenhormon substituiert bekommen hat und dann Tamoxifen dazu bekommt, dann musst du was machen mit der Schilddrüsenhormon-Dosis? Bitte? Runter, weit? Die wird jetzt dann rauf, oder? Schau mal, wenn man, du hast mir vor, also ich bin schwanger, ich hatte das Mammakarzinom, ja, links, du hast mich wegoperiert, dann musst du mir adjuvant Tamoxifen. Und du hast mir vorher schon 100 Mikrogramm Thyroxin substituiert. Jetzt gibst du Tamoxifen dazu. Durch das Tamoxifen haben wir auf einmal mehr von dem Bindungsprotein. Dadurch wird auf einmal mehr von dem Thyroxin abgebunden und dadurch musst du die Dosis vom Thyroxin erhöhen. Das heißt, du musst noch damit zum Beispiel 125 Mikrogramm geben. Okay, das ist also das Beispiel, das wir euch merken können. Dann gibt es noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Heroin oder Methadon. Nicht so wichtig für euch. 5-FU, das kennt ihr wiederum. Was ist 5-FU? Aha, ich hab schon gehört. Zytostatika, genau. 5-Fluorouracil. Wie die Nebenwirkungen waren? Ja, genau. Durchfall, zerebelläre Ataxie und Hand-Fuß-Syndrom. Ja? 5-Fluorouracil. Prodrugs von 5-FU.
Capecitabin und Tegafur. Tegafur. Also 5-FU erhöht auch die TBG-Bindungskapazität. Dann Clofibrat, das werden wir später bei den lipidsenkenden Pharmaka besprechen. Und Lebererkrankungen an sich können auch die Bindungskapazität beeinflussen. Und dann gibt es noch Faktoren, die die TBG-Bindungskapazität vermindern. Das heißt, da müsst ihr dann die Pyroxin-Dosis reduzieren. Und das sind zum Beispiel Glucocorticoide und mehrere andere Faktoren. Androgene, also männliche Sexualhormone, ja. Das ist eine gute Frage, haben wir auch schon gefragt. Eine Erklärung könnte sein, also erstens bei einer schweren Lebererkrankung, wenn die wirklich eine schwere Leberzirrhose haben, dann würde ich davon ausgehen, dass irgendwann weniger TBG produziert wird. Vielleicht ist es so bei einer leichten Lebererkrankung, dass die Funktionseinschränkung von Leberzellen dazu führt, dass TBG vermindert abgebaut wird in der Leber. Zum Beispiel, kann man sich kann nicht mehr vorstellen. Aber ist eine Erklärung, die ich jetzt ad hoc geliefert habe, ja? Keine literarische Grundlage. Ja. Sulfatiert, ja. Gibt es dann Interaktion, wenn man dann die Säure nimmt? Weil die werden ja auch, glaube ich, sulfatiert. Also im Abbau gibt es meines Wissens keine pharmakokinetischen Interaktionspotenziale. Das Einzige ist nur über die Bindung. Ja, also es gibt Faktoren, die vermindern die TBG-Bindungskapazität. Acetylsalicylsäure, Methylaminosäure und Phenylmutation, die kennt ihr auch aus Block 9. Was war das Besondere an Phenylmutationen? Bitte? Starke Analgetik, okay, was noch? Das ist nicht Novalgin, das Metamizol ist Novalgin. Ja, Phenylmutation ist was anderes. Das war das, das wir nicht geben wegen Acetylsalicylsäure-Risiko. Gut, Furosemid ist ein Schleifendiuretikum, das ihr im Block 11 lernen werdet. Darüber reden wir jetzt nicht weiter. Phenytoin, Carbamazepin, Antiepileptika, die lernt ihr im Block 19 und Sulfonylharnstoffe lernt ihr übermorgen. Das sind Antidiabetiker. Also, ihr seht schon, das ist wieder eine lange Latte, die kann man sich meistens nicht alle merken. Ihr sollt es im Hinterkopf behalten, es gibt Faktoren, die die Bindungskapazität beeinflussen. Daran sollte man denken, wenn jemand Schilddrüsenhormone bekommt. So, Pharmakokinetik von Schilddrüsenhormonen. Was müsst ihr noch wissen? Die Halbwertszeit von T4 ist 7 Tage. Die Halbwertszeit von T3 im Gegensatz dazu ist nur 1 Tag. Und wichtig ist für euch, dass sich die Halbwertszeit verändert, je nachdem, was für eine Funktion die Schilddrüse gerade ausübt. Also wenn sie eine Überfunktion hat, die Schilddrüse, wenn sie zu viel von dem Hormon produziert, dann wird das zu viel vom Hormon auch schneller abgebaut. Also dann verkürzt sich die Halbwertszeit. Andererseits, wenn die Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormon produziert, eine Unterfunktion hat, dann verlängert sich die Halbwertszeit. Und das geht so weit, dass die Halbwertszeit von T4, von Thyroxin oder Tetrahydrothyronin von 3 bis 4 Tagen bei der Unterfunktion, bis 9 bis 10 Tage variieren kann. Ja, also die Halbwertszeit von Schilddrüsenhormonen ist ganz stark variabel. Und das erzähle ich euch wiederum aus einem gewissen Grund. Und zwar, wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann hat er die meistens schon länger gehabt. Dann kommt ihr mit dieser Unterfunktion in eure Praxis, ihr schildert euch die Symptome, ihr macht den Bluttest und ihr stellt fest, ihr habt eine Unterfunktion und dann werdet ihr irgendwann beschließen, dass ihr diesen Menschen Schilddrüsenhormon substituieren wollt und dann müsst ihr dann denken, dass in der ersten Zeit nach Substitutionsbeginn die Halbwertszeit von Schilddrüsenhormon viel verlängert ist. Deswegen muss am Anfang auch die Dosis noch geringer gewählt sein. Erst im Laufe der Zeit steigert man dann die Dosis ein. Also steigen wir sie. Und der Grund für diese variable Halbwertszeit ist der Abbau von Schilddrüsenhormonen. Also Abgebau, also Inabbau im Sinne von Inaktivierung, passiert bei Schilddrüsenhormonen durch Deiodasen. Also es wird das Jod wiederum abgespalten. Und es gibt verschiedene Deiodasen. Es gibt Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Und je nachdem, welcher Typ dieser Deiodase das ist, entsteht entweder aus dem T4 das funktionelle T3, also durch die 5-Deiodase wird T4 aktiviert. Das ist die eine Version, also Typ 1 und 2. Typ 1 und 2, das sind beides 5-Deiodasen. Okay? Also es kommt darauf an, auf welchen von diesen zwei phenolischen Ringen das Jod abgespalten wird. 5-Deiodase bedeutet, es wird an dem Ring abgespalten, dass das aktive T3 entsteht. Und dann gibt es auch andererseits noch die 5
nicht Strich-Deodase, und die inaktiviert T4 zu dem RT3, zum reversen T3. Also inaktive Form von T3, das wirkt gar nicht. Ja, also es gibt aktivieren und inaktivieren. Und warum erzählen wir euch das wiederum? Weil dadurch zum Beispiel auch erklärt werden kann, wie das funktioniert, dass bei einer Überfunktion der Schilddrüse die Halbwertszeit verkürzt wird. Also bei Überfunktion der Schilddrüse kann die Typ 1-Deodase viel T3 machen und T3 wiederum induziert andererseits Typ 1-Deodasen und auch die Typ 3-Deodasen. Dadurch wird wiederum die Inaktivierung gefördert. Und deswegen kann bei Hyperthyreose die Halbwertszeit von Schilddrüsenhormonen verkürzt werden. Und genau vice versa, bei Unterfunktion. Und ein weiterer Grund, warum wir euch das erzählen, es gibt 5-Strich-Deodase und 5-Nicht-Strich-Deodase, ist, dass die 5-Strich-Deodase, also die aktivierende Deodase, die kann durch gewisse Pharmaka gehemmt werden. Erstens durch Dexamethason, zweitens durch Propranolol und drittens durch Propylthiouracil. Ja, das sind 3 Pharmaka, das müsst ihr euch in dem Zusammenhang wirklich merken. Ja, die 3 führen also dazu, wenn man das verabreicht, dann wird sofort die Aktivierung von Schilddrüsenhormonen ein bisschen hinunterreguliert. Ja? Wird einfach sofort ein bisschen gehemmt. Und das ist wiederum wichtig, wenn jemand eine sogenannte hyperthyreote Krise hat oder thyreotoxische Krise. Wenn ein Mensch mit einer extremen Überfunktion ins Krankenhaus kommt, dann ist viel zu viel T3 da, es wird aber auch viel zu viel T4 da sein. Und dann muss man sich überlegen, dass selbst wenn man die Schilddrüse rausoperieren würde, hat er trotzdem noch zu viel Schilddrüsenhormon in seinem Blut. Ja? Und deswegen muss man, auch wenn man die Halbwertszeit bedenkt, ja, hat er 7 Tage Halbwertszeit. Deswegen hilft es in so einem Fall zum Beispiel, dass man Dexamethason verabreicht, einfach aus dem Grund, weil dadurch die Aktivierung von weiteren Schilddrüsenhormonen gehemmt wird. Also Dexamethason ist ein Glukokortikoid, nämlich das Glukokortikoid mit der höchsten Potenz, ist 25 Mal stärker als das normale Cortison. Und Propranolol, wer kennt das? Ein Beta-Blocker, genau. Ist also auch wichtig, dass man den auch geben kann, wenn jemand eine extrem starke Schilddrüsenüberfunktion hat. Da muss man dafür wissen, das ist eine nicht seltene eine Situation, die eigentlich relativ wahrscheinlich eintreten kann. Wenn jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat, dann muss man sich überlegen, was hat der Patient? Was ist im Prinzip akutes Lebensbedrohliche an der Schilddrüsenüberfunktion? Glaubst du? Genau, das Herz. Was macht am Herz? Also die Katecholamine können verstärkt wirksam sein, das heißt, was passiert mit dem Herz? Es schlägt extrem schnell und extrem stark. Ja? Kann dadurch überlastet werden. Es kann auch Vorhofflimmern entstehen, durch Vorhofflimmern können wieder in Bronchien ins Gehirn geschossen werden und so weiter. Also im Prinzip, die akute Gefährdung von einer Schilddrüsenüberfunktion ist, dass das Herz viel zu aktiv ist. Und deswegen ist es in so einer Situation praktisch zu wissen, dass man einen Beta-Blocker geben kann. Dadurch wird das Herz immer ein bisschen langsamer. Und zweitens, dieser Beta-Blocker, den wir dann geben, das ist Propranolol. Ja, das ist der einzige Beta-Blocker, der auch eine Umwandlung von T4 zu T3 hemmt. Also eine nette Nebenwirkung von Propranolol in diesem Zusammenhang. Und Propylthiouracil werden wir nachher noch lernen. Das ist ein Pharmakon, das die Synthese von Schilddrüsenhormon an sich hemmt. So, jetzt haben wir schon ein bisschen angedeutet, was machen Schilddrüsenhormone. Darüber reden wir jetzt noch ein bisschen genauer. Erstens, die Rezeptoren für T4 bzw. T3 sind, was ihr als erstes wissen müsst, ist, dass die Affinität von T3 viel höher ist. Ja, das habe ich schon gesagt. Zweitens, die liegen im Zellkern vor. Die liegen an der DNA gebunden vor. Und diese Schilddrüsenhormonrezeptoren sind immer heterodimerisiert mit einem RXR-Rezeptor, also einem Retinoid-X-Rezeptor. Den kennt ihr woher? Bromanzytostatika, oder? Acetrioxid zum Beispiel, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Oder Retinsäure. Ja? Fördert ja die Ausdifferenzierung bei der akuten Bromylozytenleukämie. Und da ist der Retinoid-X-Rezeptor mal gefallen. Gut, jetzt könnt ihr euch wieder daran erinnern. Und Schilddrüsenhormonrezeptoren heterodimerisieren, also mit diesen Retinsäure-Rezeptoren. Und Retinsäure, Vitamin A, ist ja auch ganz wichtig für das Wachstum. Ja, kann ja auch extrem teratogen wirksam sein. So kann man es wiederum merken, dass Schilddrüsenhormone in der Schwangerschaft ganz wichtig sind. Gut, also heterodimerisiert
liegen die gebunden an der DNA vor. Und wenn jetzt keine Schilddrüsenhormone gebunden sind, dann sind da auch noch irgendwelche Transrepressoren zum Beispiel dran gebunden. Also irgendwelche Proteine, die verhindern, dass das Gen, das im Abschnitt der DNA danach liegt, transkribiert wird. Wenn Schilddrüsenhormone dann hinbinden, dann kann es erstens dazu kommen, dass diese Repressoren wegdiffundieren und zweitens kann es dazu führen, dass andere Transaktivatoren an diese Bindungsregion der DNA hinzugezogen werden. De facto bedeutet das für euch einfach nur, dass Schilddrüsenhormone immer die Transkription von verschiedenen Genen beeinflusst. Ja, also Schilddrüsenhormone führen über nukleare Rezeptoren zu einer Veränderung der Transkription von Genen. Manche Gene werden vermehrt transkribiert und manche werden vermindert transkribiert. Und die höhere Affinität, habe ich schon gesagt. Und was ihr noch wissen sollt, ist, dass es wieder verschiedene Subtypen von Schilddrüsenhormonrezeptoren gibt. Es gibt den Schilddrüsenhormonrezeptor Alpha und den Schilddrüsenhormonrezeptor Beta. Und da gibt es halt wieder Beta-Unterformen. Ganz egal, ich will euch nur kurz sagen, die Schilddrüsenhormonrezeptoren Alpha sind im Prinzip dafür verantwortlich, dass die gesamten Effekte von Schilddrüsenhormonen im Körper exerziert werden. Ja, also die Effekte im Herz und die Effekte im Muskel und die Effekte fast überall, die werden über Aktivierung von Schilddrüsenhormonrezeptor Alpha aktiviert. Und Schilddrüsenhormonrezeptor Beta 1 zum Beispiel, der liegt in der Leber. Und da ist interessant, wenn man den aktiviert, dann passiert Folgendes, es werden die LDL-Lipoproteine, die Low-Density-Lipoproteins, die werden vermindert in ihrer Konzentration im Blut und dadurch kann man sich wiederum als Zukunftsperspektive vorstellen, dass es irgendwann vielleicht selektive Schilddrüsenhormonrezeptor-Beta-1-Aktivatoren geben kann, die dazu führen, dass LDL im Blut absinkt. LDL, wir werden später darüber reden, bei den Lipiden, ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Ja, aber ansonsten, das ist jetzt gerade eigentlich nur für euer Interesse gewesen, wird wahrscheinlich nicht geprüft. Was macht denn T3 überhaupt? Das T3-Triiodothyronin hat ganz verschiedene, ganz vielfältige Effekte über den ganzen Körper und als erstes müsst ihr euch einfach mal merken, es wird viel mehr Energie verbraucht. Ja, sobald Schilddrüsenhormone an den Rezeptor binden, werden lauter Gene transferiert, die einen höheren Energieumsatz verursachen im Körper. Höherer Energieumsatz kann zum Beispiel entstehen durch vermehrte Synthese oder vermehrten Einbau in die Membran von Natrium-Kalium-ATP-Atmen. Also es wird mehr ATP verbraucht. Dann, es wird vermehrt Zucker umgesetzt, ja, die Glykolyse wird gesteigert, mehr Zucker wird abgebaut, es wird vermehrt Fett abgebaut, also die Lipolyse wird gesteigert und die Proteinolyse oder Proteolyse wird auch gesteigert, ja, also es wird Zucker, Fett und Proteine werden vermehrt abgebaut. Das heißt, wenn du zu viel Schilddrüsenhormone im Körper hast, was kannst du denn machen? Du kannst dreimal am Tag, dreimal am Vormittag und dreimal am Nachmittag zu McDonald's gehen, ja, ohne Probleme. Weil du wirst so viel verbrennen, dass du im Prinzip immer Heißhunger hast, oder nicht immer, du hast Heißhunger, kannst extrem viel essen und wirst trotzdem nicht dick. Deswegen gibt es eine spezielle Population von Patienten, eigentlich Probanden, dass sie ja prinzipiell nicht krank sind, die Schilddrüsenhormone manchmal missbrauchen. Wer denn? Bitte? Nein? Bitte? Krankenschwester, genau, die Krankenschwester. Warum? Bitte? Weil sie den Zugang haben und weil sie was machen wollen? Dünner werden, genau. Ja? Also, es gibt tatsächlich die Tendenz, Schilddrüsenhormone können missbraucht werden, genau zu diesem Zweck. Weil wenn man Schilddrüsenhormone einfach so ein bisschen einnimmt, dann kann man ein bisschen dünner werden. Dann natürlich auch einen Pfleger treffen. Wollen da niemanden diskriminieren. Okay, also, es wird vermehrt Energie umgesetzt, vermehrt Zucker, Fett und Proteine. Der Knochenumsatz wird auch verstärkt, also es wird Knochensubstanz abgebaut, aufgebaut, wird auch verstärkt. Und was ganz wichtig ist, die Schilddrüsenhormone üben einen sogenannten permissiven Effekt auf den Sympathikus aus. Permissiv bedeutet, dass mehr Beta-Rezeptoren zum Beispiel an die Membran transportiert werden und eingebaut werden und dadurch kann das Noradrenalin und Adrenalin, die können dadurch eine viel effektivere Wirkung ausüben.
Permissiver Effekt auf den Sympathikus. Und dadurch kann man sich ganz viele Effekte erklären, die entstehen, wenn zu viel Schilddrüsenhormon im Körper vorliegt. Ja, wenn zu viel Schilddrüsenhormon im Körper vorliegt, haben wir viele Beta-Rezeptoren an den Membranen und die können vermehrt aktiviert werden und dadurch entsteht erstens eine Tachykardie, auch Vorhofflimmern kann entstehen, ein Tremor entsteht. Ihr wisst ja, wenn jemand einen Tremor hat, zum Beispiel wenn er Lampenfieber hat, vor einem Vortrag, vor ganz vielen Menschen, dann kann er was machen? Also Entschuldigung, war immer weg. Beta-Blocker nehmen, weil dann hört der Tremor auf. Ja? Habe ich nicht gemacht, keine Sorge. Also, Tremor entsteht durch den permissiven Effekt auf den Sympathikus. Menschen werden unruhig, die Menschen schwitzen, die Menschen werden hitzeintolerant und sie verlieren Gewicht, obwohl sie viel Hunger haben und viel essen. Okay, also, diese ganzen Symptome kann man sich merken zur Schilddrüsenüberfunktion. Manche sagen, ich wirke manchmal wie ein hypothyreoter Mensch. Damals im Block 9, nee, Block, was war das? Block 10, darf ich den Namen nennen, aber es gibt einen. Es wird aufgenommen, oder? Ja. Sag nichts. Nein. Das ist zu wichtig. Also es wurde natürlich bei Block 10 ist einmal von einem Pharmaprofessor, der eigentlich ein Professor ist, der hat mal gesagt, die Hypothyreose merken Sie am besten, indem man sich den Professor Reisens bildlich vorstellt. Ja? Weil der wird auch manchmal ein bisschen aktiv. Genau. Aber wir wissen nicht, ob er hitzeintolerant ist oder ob er Gewichtsverlust hat. Ja, aber ansonsten kann man sich vorstellen. Also, die Symptome einer Hyperthyreose, einer Schilddrüsenüberfunktion, kann man sich einfach ganz leicht merken, indem man sich denkt, der Sympathikus kann seine Wirkung viel stärker ausüben. Ja, also durch den permissiven Effekt auf den Sympathikus entstehen die Effekte oder die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion. Die Schilddrüse wird immer in der Funktion reguliert durch die Hypophyse, im Hypophysevorderrad wird das TSH freigesetzt und TSH ist deswegen auch der wichtigste Laborparameter, mit dem man überprüfen kann, ob die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht. Bedeutet, Euthyreose heißt normale Schilddrüsenfunktion und wenn die Schilddrüse normal viel T3 und T4 produziert, dann ist auch das TSH in einem Normbereich, der zwischen 0,3 und 2,5 Milliunit pro Liter liegt. Wenn die Schilddrüse zu wenig funktioniert, also eine Hypothyreose vorliegt, dann wird zu wenig T3 oder zu wenig, zu wenig T4 produziert. Und dadurch kann auch das negative Feedback auf die TSH-Freisetzung weniger ausgeübt werden und dadurch muss mehr TSH freigesetzt werden. Also TSH ist erhöht. Ja, also es gibt erstens das Szenario, der Patient kommt zu euch und sagt, er ist immer müde und bla 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 bla. Und er nimmt dem Patienten Blut ab und TSH ist erniedrigt. Dann spricht man davon, dass er eine Hypothyreose hat. Je nachdem, ob dann das T3 und T4, das freie T3 und T4 im Normwert sind oder nicht, spricht man entweder von einer latenten Hypothyreose oder von einer manifesten Hypothyreose. Okay? Gut. Ursachen für Schilddrüsenunterfunktionen mit erhöhtem TSH können sein, dass die Schilddrüse autoimmun zerstört wird. Das ist, das Krankheitsbild heißt Hashimoto-Thyreoiditis. Da werden Antikörper gebildet gegen die Schilddrüsenperoxidase, also Anti-TPO-Antikörper. Erstens. Und zweitens kann die Schilddrüse zu wenig funktionieren, dadurch, dass zu wenig Jod aufgenommen wird über die Nahrung. Also bei Jodmangel kann eine Schilddrüsenunterfunktion entstehen. Oder bei Autoimmunerkrankungen. Wie kann noch eine Schilddrüsenunterfunktion entstehen? Denkt ein bisschen chirurgisch nach. Wenn sie rausgeschnitten wurde, ganz genau, hat man auch eine Unterfunktion. Das ist eigentlich auch ein relativ häufiges Szenario. Ja? Also das kommt oft vor, dass Patienten die Schilddrüse rausoperiert bekommen haben, weil sie zum Beispiel einen kalten Knoten hatten. Und dann muss man dann denken, man muss Schilddrüsenhormon substituieren. Und dann muss man kontrollieren, ob man genug Schilddrüsenhormon substituiert oder ob es zu viel ist. Und das macht man, indem man den TSH-Spiegel kontrolliert. Gut, Schilddrüsenüberfunktion bedeutet, die Schilddrüse produziert zu viel T3 oder und zu viel T4 und dadurch wird wiederum über das negative Feedback logischerweise TSH-Sekretion vermindert.
Also dann seht ihr, dass das TSH auf einmal unter 0,3 ist. Und dann spricht man wiederum von latenter oder manifester Hyperthyreose. Je nachdem, ob T4 und T3 dann im Normwert sind oder außerhalb vom Normwert, latent oder manifest. Und Überfunktionen der Schilddrüse können vorkommen, wiederum durch eine Autoimmunerkrankung, der Morbus Basedow. Bei Morbus Basedow oder Basedow, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich sage nur beides, dann mache ich es nicht falsch. Da werden Antikörper gebildet gegen den TSH-Rezeptor. Ja? Das Interessante daran ist, dass das Autoantikörper sind, die den TSH-Rezeptor stimulieren. Dadurch kommt es zu einer Schilddrüsenüberfunktion. Stimulierende Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor. Oder Schilddrüsenüberfunktionen können entstehen, indem der TSH-Rezeptor intrazellulär mutiert, eine Gain-of-Function-Mutation bekommt und dadurch konstitutiv aktiv ist. Dadurch wird permanent Cyclin B produziert und permanent Proteinkinase A aktiviert und dadurch vermehrt Schilddrüsenhormon synthetisiert und auch sezerniert. Und wenn solche Mutationen auftreten, dann sagt man dazu, das ist ein sogenannter heißer Knoten. Werden wir dann nachher noch besprechen. So, Krankheitsbilder. Was müsst ihr wissen? Hypothyreose, die Schilddrüsenunterfunktion, wir haben schon gesagt, Jodmangel oder nach einer Operation oder nach Jodmangel bei Ernährung, zu wenig Salz zu sich genommen. Was aber für Funktionen, Symptome und wie heißt das Krankheitsbild? Prinzipiell, wenn ein Patient mit so einem Hals zu euch in die Praxis oder ins Krankenhaus kommt, dann sagt man dazu Struma und wichtig ist, das heißt, es ist ein Feminin, ja, also die Struma. Ich habe nämlich mal der Struma gesagt, deswegen sage ich es euch, erspart euch eine Peinlichkeit. Aber es muss ja nicht peinlich sein. Feminin, okay? Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion sind die folgenden. Prinzipiell merkt ihr euch einfach, Schilddrüsenunterfunktion macht die Symptome einer Depression. Ja, plus Kälteintoleranz. So habe ich mir das immer gemerkt. Also, die Patienten sind müde, die wollen nicht aus dem Bett, ja, sind lethargisch, haben vielleicht irgendwelche Stuhlunregelmäßigkeiten, Obstruktion können sie haben, sie werden dick, ja, das macht wiederum depressiv. Und sie haben einen langsamen Herzschlag, weil vermindert Beta-Rezeptoren an der Membran sind und sie sind kälteintolerant. Also die Kälteintoleranz ist ein Symptom, das sollte bei einer Depression nicht auftreten. Und das sage ich euch explizit, weil genau oft die Differentialdiagnostik zwischen diesen zwei Krankheitsbildern ja gar nicht so leicht sein kann. Ja, also wenn ein Patient kommt und sagt, er ist immer müde und er hat Konzentrationsschwierigkeiten und er kommt nicht aus dem Bett, dann muss man, bevor man auf, also die Person muss man natürlich immer im Kopf haben, aber man sollte auch die Schilddrüsenfunktion abklären, weil dann kann er das kann oft die Ursache sein für solche Symptome. Gut, und wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann müsst ihr euch vorstellen, dass permanent eine hohe Konzentration von TSH im Blut vorliegt. Ja, weil die Schilddrüse produziert wenig T3 und wenig T4. Dadurch haben wir die ganze Zeit viel TSH im Blut und das TSH stimuliert also die ganze Zeit die Follikelzellen der Schilddrüse. Kommt zu einer permanenten Stimulation. Und durch diese permanente Stimulation der Zellen entsteht eine Hypertrophie der Follikelzellen der Schilddrüse. Ja, Hypertrophie. Was heißt Hypertrophie? Bitte? Quasi die Zellen an sich nehmen an Volumen zu, aber nicht die Zellzahl. Genau, richtig. Also, bei TSH-Erhöhung im Blut entsteht eine Hypertrophie der Follikelzellen. Und jetzt ist für euch wichtig, dass wenn zusätzlich ein Jodmangel vorliegt, dann kommt es auch zu einer Hyperplasie. Zu einer Hyperplasie, zu einer vermehrten Zellteilung dieser Schilddrüsenzellen. Und das liegt daran, dass sobald Jod vorhanden ist, entsteht neben dem Jod, das eingebaut wird in das Thyroglobulin, entsteht auch noch Delta-Jod-Lacton und das ist ein antiproliferativ wirkender Faktor. Wie auch immer, genau. Also sobald Jod da ist, teilt sich die Zelle der Schilddrüse nicht. Wenn kein Jod da ist, dann teilt sich die Zelle vermehrt. Und dann kommt es zu einer Hyperplasie und durch TSH-Erhöhung kommt es zur Hypertrophie. Und deswegen können die so einen Knoten, also einen Tropf quasi haben am Hals. Dann ist die Schilddrüse wohlgemerkt schon gut palpabel. So, was machen wir bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Prinzipiell muss man mal erstens differenzieren, warum hat dieser Mensch eine Schilddrüsenunterfunktion? Es kann ja erstens sein, dass er zu wenig Jod zu sich nimmt. Also zum Beispiel, wenn jemand unjodiertes Speisesalz verwendet, ja,
wird ja gerade wieder modisch. Es gibt ja wieder ganz viele Menschen, die ganz bewusst sich ernähren und immer Nahrungsergänzungsmittel komplett weglassen. Das ist bis zu einem gewissen Maß, darf das jeder selbst entscheiden. Aber wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, sie sind ganz stolz, weil sie verwenden jetzt unjodiertes Speisesalz, dann sagst du was? Nicht schwanger werden, das ist Blödsinn. Ja? Also unjodiertes Speisesalz kann ich niemandem empfehlen, macht wenig Sinn. Okay? Also Bio, schön und gut, kann jeder machen, kann jeder entscheiden. Vegan, schön und gut, darf jeder machen, was er will. Aber unjodiertes Speisesalz ist Blödsinn. Ja? Gibt's. Sollte es eigentlich gar nicht geben, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, warum es das gibt. Gut, also wenn jemand unjodiertes Speisesalz zu sich nimmt und sonst auch nie was Salz in seinem Essen, dann kann es sein, dass er einen Jodmangel hat. Und dann müsste man denken, wenn der so eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann müssen wir natürlich einfach Jod substituieren. Das heißt, ihr klopft ihm auf den Finger und sagt, er soll jetzt jodiertes Speisesalz verwenden und dadurch wird die Schilddrüsenfunktion hoffentlich wieder besser. Wenn aber kein Jodmangel vorliegt, dann bringt das Jodsubstituieren natürlich nichts. Und das ist auch der häufigere Fall, dass die Schilddrüse eine Unterfunktion hat. Zum Beispiel, wenn sie rausoperiert wurde, dann ist die Schilddrüsenunterfunktion einfach, weil zum Beispiel nur mehr die Hälfte da ist. Oder wenn sie durch irgendwelche Knoten dysfunktional ist, dann hilft es nichts, Jod zu substituieren, sondern dann muss man Thyroxin substituieren. Thyroxin ist Tetrajodthyronin, also T4. Bei der Jodsubstitution müsst ihr wissen, dass wir ungefähr 150 Mikrogramm Jod pro Tag brauchen. Und wie viel Jod ist im Speisesalz drin? Wer weiß das? 1700 Mikrogramm. Bitte? 1700 Mikrogramm pro 100 Gramm. Echt? Ja. Okay. Ich habe gedacht, das waren 7,5 Milligramm pro Gramm. Aber wir werden es nachschauen. Gut, also 1700 Mikrogramm pro Gramm. Aber was? Mikrogramm pro Gramm? Pro 100 Gramm. Pro 100 Gramm? Ja. Pro 10 Gramm sind das 170 Mikrogramm. Also ungefähr 100 Mikrogramm bei 6 Gramm. Das ist die rote Grenze, was die WHO empfiehlt. Fast, danke. Genau. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Also, wir brauchen 150 Mikrogramm Jod pro Tag. Und deswegen müssen wir ein bisschen Salz pro Tag zu uns nehmen. Vor allem in der Schwangerschaft war es wichtig, weil sonst Retinismus entstehen kann. Also das Krankheitsbild, dass ein missgebildetes Kind auf die Welt kommt mit mentaler Retardierung. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, wenn ein Kernreaktorunfall passiert ist, dann müssen wir daran denken, dass dann radioaktives Jod in der Umgebung vorliegt. Wie zum Beispiel, wann war das der Fall? Das letzte Jahr in unserer Nähe. Tschernobyl, wann war das? 86, habe ich im Kopf? 26. April, das wusste ich nicht. 1986 ist mein Wissen. Gut, also ein bisschen vor unserer Zeit, würde ich sagen. Damals musste man dann zum Teil Jod substituieren. Warum nur zum Teil? Das müssen eigentlich nur 140-Jährige machen. Ja? Und dann macht man Folgendes, man gibt 130, also je nach Altersstufe wieder unterschiedlich, bis zu 130 Milligramm, wohlgemerkt, dass eigentlich 1000-fach erhöhte Dosis, von Kaliumjodid, damit man verhindert, dass radioaktives Jod aufgenommen wird in die Schilddrüsenzellen und nur das normale, gesunde Jodid aufgenommen wird. Warum macht man es bei über 40 Jahren nicht mehr? Weil es da wurscht sein wird. Ist ein bisschen hart, ja? Also alles über 40? Okay, nein. Nein. Bitte? Weil es bei Österreich generell wurscht ist, oder wie? Nein, also bei über 40-Jährigen wird normalerweise kein Kaliumjodid empfohlen, weil das Risiko, dass diese Menschen durch die übermäßige Jodzufuhr eine Schilddrüsendysfunktion bekommen, ist so hoch, dass es eigentlich gerechtfertigt ist, denen Jod zu geben. Und nämlich andererseits das Risiko, dass die durch das radioaktive Jod dann eine Neoplasie der Schilddrüse entwickeln, ist marginal erhöht und das nimmt man in dem Fall in Kauf. Ja, also das ist marginal bis nicht erhöht. Und bei Kindern ist es irgendwie eben dann doch so, dass man sagt, die leben noch so lange, dass es sich auszahlt, dass man die Schilddrüsenzellen schützen. Und die werden keine Überfunktion bekommen von einmal so viel Jod.
So, also das war der Jodmangel, substituieren wir mit Jod. Wenn jemand aber keinen Jodmangel hat, sondern zum Beispiel eine autoimmuninduzierte Hypothyreose bei Morbus Hashimoto, Hashimoto-Thyreoiditis, dann hilft es nichts, wenn wir den Jod substituieren, sondern dann müssen wir diesen Menschen Schilddrüsenhormone an sich substituieren. Schilddrüsenhormone, wir reden von T4, das ist praktischer als T3 zu substituieren, weil T4 hat eine Halbwertszeit von einer Woche. Und Handelsnamen von diesem Schilddrüsenhormon sage ich euch, weil es wird so oft genommen, ja, so viele alte Menschen bekommen dieses Schilddrüsenhormon substituiert, dass man das sie gleich merken kann. Ja, Euthyrox, Tyrex oder Neothyron, Euthyrox ist am leichtesten zu merken im Prinzip. Also wir verarbeiten immer nur T4, weil es eine längere Halbwertszeit hat und weil es ja dann auch in T3 umgewandelt wird, durch die 5-Strich-Diastase. Beim T4 ist wichtig, ich habe schon gesagt, wenn jemand eine Unterfunktion hat, dann sind ja die 5 Nicht-Strich-Diastasen hinunterreguliert, das heißt die Halbwertszeit von T4 und T3 ist erhöht. Und deswegen soll man bei der Dosierung von T4 aufpassen am Anfang der Therapie, man soll es einschleichend dosieren. Also man beginnt typischerweise mit 25 Mikrogramm pro Tag und erhöht dann die Dosis langsam auf ungefähr 100 Mikrogramm. Also die meisten Menschen, die im Krankenhaus entziehen werden, die werden 100 Mikrogramm pro Tag einnehmen. Man soll das Schilddrüsenhormon vor allem in der Früh nehmen und man soll es eine halbe Stunde vor dem Essen nehmen, ja, weil gleichzeitig die Nahrungsaufnahme senkt ja die Bioverfügbarkeit. Bioverfügbarkeit haben wir auch schon besprochen, ist mit T4 bei den 80%. Und wichtig ist dann noch, wenn ihr einen Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion des Schilddrüsenhormons substituiert, dann kontrolliert ihr das immer, indem ihr ein paar Wochen nach Substitutionsbeginn das TSH im Blut messt. Und dann müsst ihr daran denken, dass die Bindungskapazität vom thyroxinbindenden Globulin, vom TBG, kann beeinflusst werden durch andere Pharmaka. Ja, entweder manche Pharmaka verdrängen das Thyroxin einfach aus der Proteinbindung, wie ASS und so weiter, und Östrogene zum Beispiel oder Serums erhöhen die Kapazität von TBG und deswegen muss man dann bei denen wahrscheinlich die Dosis von Thyroxin erhöhen. Dann ist noch wichtig, wenn Menschen schon eine kardiovaskuläre Vorerkrankung haben, also kardiovaskulär heißt Herz oder Gefäße, sprich, wenn die schon mal einen Herzinfarkt hatten oder wenn die auch Vorhofflimmern haben oder irgendwelche Tachykardien, irgendwelche Rhythmusstörungen am Herzen, dann müsst ihr ganz, ganz besonders aufpassen mit der Schilddrüsenhormonsubstitution, weil ihr dann denken müsst, sobald der viel Schilddrüsenhormon im Blut hat, werden auch einmal die Beta-Rezeptoren verstärkt exprimiert und an die Membran transportiert und deswegen können die dann auf einmal akute Verschlechterungen haben ihrer Herzpumpenfunktion. Also bei Patienten zum Beispiel mit koronarer Herzkrankheit muss man aufpassen, da müsst ihr dann noch vorsichtiger eindosieren. Also ganz geringe Dosen am Anfang verwenden und langsam hochdosieren. Ja? Ihr müsst Dosierungen nicht können, ich kann natürlich nie definitive Aussagen machen. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr merkt, 100 Mikrogramm pro Tag werden von T4 produziert in der Schilddrüse. Und wenn man sich das schon mal gemerkt hat, dann ist es meines Erachtens relativ leicht zu merken, dass man T4 100 Mikrogramm pro Tag gibt. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr die Größenordnung versteht. Ja, Mikrogramm. Das ist wirklich sehr wenig eigentlich. Wenn ihr dran denkt, Penicillin oder so, das haben wir immer im Grammbereich gegeben. Und jetzt geben wir einfach mal was im Mikrogrammbereich. So, das war die Hypothyreose, natürlich nur ganz kurz gehalten. Wir wollen ja zu viel Klinik aufhalten, auch wenn das Spannendste ist. Also Schilddrüsenunterfunktion, ihr müsst die Symptome verstanden haben und ihr müsst die Substitution von Schilddrüsenhormonen verstehen. Dazu kann man nochmal sagen, bei Schilddrüsenunterfunktion, das ist eine Situation, die wirklich ganz oft im Krankenhaus vorkommt. Ganz viele alte Menschen kommen zu euch in die Praxis oder ins Krankenhaus und ihr werdet sehen, die nehmen Thyroxin. Einfach auch aus dem Grund, weil manche Hausärzte einem alten Menschen, wenn er einfach so ein bisschen latent depressiv ist, dann geben sie mal ein bisschen Schilddrüsenhormon dazu, weil es dann besser geht zum Beispiel. Ja, soll es geben. Also nur dran denken, ganz viele Menschen nehmen Schilddrüsenhormone im Alter. Ja? Es kommt darauf an, wie viel Volumen von der Schilddrüse vorhanden ist.
beziehungsweise wie hoch das TSH erhöht ist. Also generell nach einer Schilddrüsenoperation, also ab wann sagt man überhaupt, das ist eine Vergrößerung des Schilddrüsenvolumens, 18 ml bis 125 ml, je nachdem, ob Frau oder Mann, und dann je nachdem, wie viel Restvolumen von der Schilddrüse übrig bleibt, sagt man, es reicht die Hochsubstituieren allein, oder wenn dazu 3 ml Restvolumen muss man immer Schilddrüsenhormon substituieren, aber auch bei 10 ml Restvolumen muss man meistens auch schon Schilddrüsenhormon substituieren. De facto macht man solche Sachen oft nach der Klinik. Ja, also nach der Symptomatik des Patienten kann man ja oft entscheiden, hat er genug Schilddrüsenhormon oder zu wenig. Also gemeinsam Klinik mit TSH-Wert, das gibt ja eine gute Entscheidungshilfe. Ja, das kann man sehr stark individuell anpassen. Manche brauchen viel, manche brauchen wenig. Also, die Frage war, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund von einer Autoimmunthyreoiditis, vom Morbus Hashimoto, wenn da ein Teil der Schilddrüse nicht mehr funktioniert, gibt man dann trotzdem 100 Mikrogramm von dem T4? Das ist eine gute Frage, aber ohnehin, man fängt ja nie mit 100 Mikrogramm an, sondern beginnt man mit 25. Und dann kannst du schon schauen, wenn der Patient sagt, es geht eh schon perfekt, das ist alles fein, und du machst dann nach 4-6 Wochen eine TSH-Wertkontrolle und der ist normwertig und bleibt nur 25. Wenn der nach 4 Wochen immer sagt, er braucht nicht das Bett und er hat die ganze Zeit Verstopfung und er hat keine Kraft, dann muss man logischerweise das erhöhen und dann schaut man, geht man jemand auf 50 und sagt, dann kontrollieren wir dann in 4 Wochen. Okay? Okay. Ja, aber wenn der nichts braucht, dann einfach mehr einnimmt. Ja, aber 100 Mikrogramm werden pro Tag normalerweise produziert. Und wenn man das dann dazu substituiert, dann wird unsere Schilddrüse nicht auf Funktion 0 hinunterreguliert werden. Also man kann ja auch mehr substituieren. Dadurch hat man immer dann verstärkte Effekte. So, die Schilddrüsenüberfunktion, Hyperthyreose. Ihr wisst, im Labor äußert sich die Hyperthyreose wodurch, was für Konstellationen hast du im Labor? Zu hohe Werte sind die Dampfe 4 und 3, die Dampfe 4 und TSH ist erniedrigt. Ja? Die 3 ist erniedrigt und FT3 und FT4 sind erhöht. Die Überfunktion, haben wir schon gesagt, kann entweder vor allem autoimmun entstehen. Ja? Das ist eigentlich der Hauptgrund für eine Überfunktion. Außerdem kann eine Schilddrüsenüberfunktion auch durch Mutationen, durch heiße Knoten entstehen. Was haben die Patienten? Wir fangen an mit dem Morbus Basedow, also eine Autoimmunerkrankung, wo Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor gebildet werden, aber diese Autoantikörper führen zu einer Stimulierung der Schilddrüsenzellen. Also Morbus Basedow. Die Antikörper führen zu einer Stimulierung der Schilddrüse und man kann bei diesem Krankheitsbild neben der Schilddrüsenüberfunktion ein zweites Symptom bei diesen Menschen beobachten, und das ist der Exophthalmus. Exophthalmus bedeutet, dass die Augäpfel im Prinzip ein bisschen nach vor treten. Wer kennt ein Beispiel dafür? Heino, genau, das sage ich auch immer. Das ist der Einzige, den ich nicht bemerke. Also, Heino läuft immer mit einer Sonnenbrille rum. Ihr wisst, das ist der mit blau, blüht der Enzian und so weiter. Der hat einmal eine endokrine Orbitopathie gehabt. Also, retropulbär, es gibt ja mehrere Hypothesen, dass retropulbär Hypnosominoglykane anfallen und vermehrt einfach das Bindegewebe im Prinzip mit den Hypnosominoglykanen anschwillt und dadurch wird der Augapfel nach vorn gedrückt. Und dadurch kommst du dazu, dass das genau so aussieht und es kann dann auch sein, dass manche klinische Zeichen positiv sind, dass quasi die Lider nicht mehr zugehen und so weiter. Und genau, die Hypothese haben wir gesprochen, Glucosaminoglykane werden retropulvär mehr synthetisiert durch die Schilddrüsenhormonwirkung. Das ist der Exophthalmus. Und das ist eigentlich die endokrine Orbitopathie, das kann eigentlich auch bei anderen Krankheitsbildern entstehen, aber am wichtigsten ist sie beim Morbus Basedow. Und wenn sie beim Morbus Basedow gemeinsam mit den anderen Schilddrüsensymptomen, Überfunktionssymptomen wie Tachykardie und Struma zum Beispiel entsteht, dann sagt man dazu, das ist die sogenannte Merzenburger Trias. Ist nicht so wichtig, eher von historischem Interesse. Gut, also Schilddrüsenüberfunktion, was sind die Symptome? Ihr könnt sich erinnern, einfach dran denken,
wie der Sympathikus, wenn er freie Bahn hat, was kann der Sympathikus machen? Also, das Herz wird schneller, die Menschen werden unruhig, sie zittern, sie schwitzen, sie können viel essen und sie sind hitzeintolerant. Gut, das sind Symptome von der Schilddrüsenüberfunktion. Und was macht ihr jetzt, wenn ein Patient eine Schilddrüsenüberfunktion hat? Ihr wollt mal wissen, woher kommt die Schilddrüsenüberfunktion? Sind das jetzt ein paar Zellen der Schilddrüse, die mutiert sind? Dann ist es was anderes, als wenn die ganze Schilddrüse verstärkt stimuliert wird. Deswegen muss man bildgebende Verfahren machen. Also Schilddrüse, wie kann man die Schilddrüse im Krankenhaus untersuchen? Erstens, man kann sie tasten. Ja? Zweitens, man kann Laborwerte bestimmen. Da ist das Wichtigste TSH. Ja? Erst wenn das TSH auffällig ist, schaut man sich FT3 und FT4 an. Und dann, was man noch machen kann, was ist der nächste Schritt, den die Schilddrüse untersuchen kann? Ultraschall. Und dann ist der nächste Schritt eine Scintigraphie. Also im Ultraschall, ja, ist logisch, dass es leicht durchführbar ist, weil einfach die Schilddrüse sehr oberflächlich liegt. Und beim Ultraschall kann man feststellen, ob das ganze Schilddrüsengewebe homogen ist, also ob das überall gleich aussieht, oder ob es irgendwo Stellen gibt, die inhomogen sind, wie zum Beispiel echodichter sind oder echofrei. Und dann, nachdem der Ultraschall gemacht wurde, weil man da sagt, man hat eine Auffälligkeit gefunden, dann muss man oder kann man eine Scintigraphie machen. Eine Scintigraphie bedeutet, das ist ein bildgebendes Verfahren, bei dem man sehen kann, wie aktiv die Schilddrüse an sich ist. Und normalerweise, also hier ist es so, blau bedeutet weniger aktiv und wenn mehr Aktivität ist, wird es immer heller, also beziehungsweise zuerst das Grün, Gelb und dann wird es immer rot, beziehungsweise kann es auch weiß werden. Also warum ist es, schaut es schon mal so aus? Ist es normal oder nicht normal? Also es ist ein relativ normal, würde ich sagen, und in der Mitte ist es einfach aktiver, weil die Schilddrüse liegt ja so schräg. Ja, also es ist eine Überlagerung. Könnte aber auch sein, dass es zu viel ist. Wenn das eine Überfunktion wäre, dann würde man sagen, es ist eigentlich eine homogene Überfunktion. Das ist überall gleich aktiv. Das könnte zum Beispiel beim Morbus Basedow sein. Es kann aber auch so aussehen wie hier, oder so aussehen wie hier. Hier sieht man ganz klar, also das ist eigentlich die normale Funktion, genau deswegen ist das die Überfunktion, ja, aber das wollte ich ersparen. Hier ist das Schilddrüsengewebe normal funktional und hier sieht man, dass, welche Seite vom Patienten ist das? Links, genau, also die linke Seite des Patienten, links unten, hat er ein Areal, das stärker aktiv ist. Und wenn nur ein, das ist also eine sogenannte funktionelle Autonomie, stärker aktiv als die Umgebung. Und wenn das nur ein Knoten ist, also nur ein Pünktchen, dann sagt man dazu, das ist ein heißer Knoten. Okay? Ein heißer Knoten bedeutet also, ein Teil der Schilddrüse ist verstärkt aktiv. Es kann aber auch sein, dass mehrere Knoten aktiver sind, weil diese Mutationen in mehreren Stellen der Schilddrüse akquiriert wurden. Und dann sagt man dazu, es ist eine multifokale Autonomie. Also an mehreren Orten die Schilddrüse autonom aktiver als in der Umgebung. Heißer Knoten. Warum sagen wir immer heißer Knoten? Es kann auch sein, dass die Schilddrüse einen Knoten hat und dass der Knoten nicht funktioniert. Dann sagt man dazu kalter Knoten. Was ist wichtig am kalten Knoten? Das müsst ihr wissen. Ein kalter Knoten ist gefährlicher als ein heißer Knoten. Weil der kalte Knoten hat das Risiko von 4% pro Jahr zu einer Neoplasie zu werden, also zum Krebs zu werden. Also kalte Knoten soll man rausoperieren, weil sie ein Entatmungsrisiko bergen. Die heißen Knoten sind an sich nicht so gefährlich. Ja, weil wird mehr Schilddrüsenhormon produziert, aber sie wahrscheinlich keine Lebensgefahr entstehen. Wenn natürlich ganz viele heiße Knoten in der Schilddrüse vorliegen, dann ist es wiederum auch gefährlich, weil es kann dazu kommen, dass viel zu viel Schilddrüsenhormon im Blut vorliegt und dann kann eine sogenannte pyrotoxische Krise entstehen. So, was machen wir, wenn ein Patient eine Überfunktion der Schilddrüse hat, eine Hyperthyreose? Erstens, leichtes Beispiel, der Patient hat zum Beispiel Morbus Basedow, die Autoimmunerkrankung, wo die TSH-Rezeptoren permanent aktiviert werden. Da macht man normalerweise, versucht man zuerst medikamentös die Schilddrüsenfunktion zu stabilisieren und dann, wenn das innerhalb von einem Jahr nicht gelungen ist, dann schneidet man die Schilddrüse raus. Operiert man sie raus. Okay?
Und wenn man eine Schilddrüsenoperation vornimmt, erstens müssen wir wissen, es gibt Hemithyroidektomien oder es gibt totale Thyroidektomien. Also entweder es wird nur die Hälfte rausgenommen oder es wird die ganze Schilddrüse rausgenommen. Natürlich, je nachdem, was er hat. Wenn ein Patient einen kalten Knoten hat, auf der linken Seite, dann reicht es, die linke Seite rauszunehmen. Wenn er einen Morbus Basedow hat, dann wird die Überfunktion überall gleich sein. Ganz klar, weil überall TSH-Rezeptoren stimuliert werden. Dann muss man die ganze Schilddrüse rausnehmen. Ganz logisch. Gut, und was müsst ihr wissen bei der Schilddrüsenoperation? Das werdet ihr dann im Seziersaal mit Freude feststellen, dass es anatomisch ganz, ganz spannend ist. Und zwar die anatomischen Beziehungen vom Nervus varicosus recurrens zur Schilddrüse. Die sind ganz spannend. Der Nervus varicosus recurrens, den kennt ihr schon, oder? Du kennst den? Nein? Okay. Gibt es da nicht eine Zip-Alt-Frage? Das ist eins. Gab's doch. Nervus varicosus recurrens, links läuft rum. Bitte? Ja, eben. Altfrage. Kann ich mich jetzt noch daran erinnern? Gut, also, der Nervus laryngeus recurrens hat einen speziellen Verlauf. Der heißt ja recurrens, weil er rückläufig ist. Also, der geht links, geht der vom Nervus vagus ab und der geht links, dann macht er einen Bogen um die Arteria subclavia und läuft von unten wieder nach oben zur Schilddrüse. Und rechts macht er auch einen ähnlichen Bogen und für euch wichtig ist nur, der kommt also von unten und ist dann hinter der Schilddrüse und innerviert welchen Muskeln? Bitte? Nein, Stereotermaskulitis ist egal. Der Posticus würde gefallen. Was ist der Posticus? Der Stirnrissenöffner. Und wie heißt der anatomisch korrekt? Der Musculus picoalatii medius posterior, das ist unser Muskel, der die Stimmritze öffnen kann und der ermöglicht, dass ich mit euch reden kann. Und wenn wir diesen Nerv mal durchschneiden, dann, wenn man einseitig durchschneidet, dann ist was? Man ist heiser. Okay? Stimmbildung an sich wird nicht mehr so gut möglich sein. Wenn man es beidseitig durchschneidet, dann ist was? Stimmbildung, das heißt, erstens kann ich eine Atemnot haben, ja, weil es geht nicht mehr so gut auf. Meistens bleibt es aber schon ein bisschen offen stehen, das heißt, man kann dann zum Beispiel Luft holen, aber reden ist eigentlich nicht mehr so möglich. Und das ist also wichtig. Deswegen macht man bei Schilddrüsenoperationen immer ein perioperatives Nervenmonitoring. Also während der OP kann man einfach überprüfen, ob diese Struktur, die man da vor sich sieht, ein Nerv ist oder nicht. Ja, mehr Details braucht ihr dann nicht. Ihr müsst nur wissen, bei Schilddrüsenoperationen, erstens, die Schilddrüse ist super durchblutet, das heißt, Schilddrüsenoperationen sind leicht mal eine blutige Angelegenheit. Zweitens, man muss doch aufpassen, dass der Nervus varicosus recurrens nicht beschädigt wird. Und drittens müsst ihr wissen, wenn wir die Schilddrüse entfernen, dann gibt es diese sogenannten Epithelkörperchen, die Nebenschilddrüsen, und die sind wichtig für den Menschen, weil die produzieren Parathormone. Wie schauen die Nebenschilddrüsen aus? Wer hat das schon mal gesehen? Da war schon mal über Schilddrüsen und Hefe dabei. Ja, wie sieht der aus? Wie sehen die Nebenschilddrüsen aus? Granulös? Okay, also für Leute, die es noch nicht gesehen haben, würde ich mal ganz normal sagen, wenn man da rein präpariert in diesen Halsbereich, da ist erstens mal ein Fettgewebe in der Umgebung von der Schilddrüse. Fettgewebe ist tatsächlich, so wie es im Anatomiebuch dargestellt ist, meistens gelblich. Die Nebenschilddrüsen sind auch gelblich. Also prinzipiell ist es erstens mal schwer zu sagen, erstens, ob man sie überhaupt darstellen kann. Also man kann nur vermuten, ob diese kleinen Kügelchen da, kugelartigen Knödeln, ob das jetzt Nebenschilddrüsen sind oder nicht. Was kann man machen, damit man differenziert, ob das Fett ist oder Nebenschilddrüse? Du bist Oberarzt in der Chirurgie, du denkst nach und was machst du? Fett, was macht Fett? Fett ist hydrophob. Du lässt eine Schale voller Aquadestillate geben und du wirfst die Nebenschilddrüse rein. Was macht Fett? Schwimmt. Was macht Nebenschilddrüse? Gehen unter. Genau. Ja, also so kann man dann differenzieren, ob das Ganze Fett war oder Nebenschilddrüse. Und wenn es Nebenschilddrüsen sind, also wenn es runterfällt wie ein Stein, dann müsst ihr daran denken, dass diese Nebenschilddrüsen für den Menschen schon wichtig sind. Das heißt, man nimmt dann die Nebenschilddrüsen und
entfernt die ganze halbe Schilddrüse zum Beispiel und dann die Nebenschilddrüsen, die man gefunden hat bei der Operation, die operiert man dann wieder in den Menschen rein. Das kann man entweder irgendwo am Unterarm machen oder eleganter ist es, in den Sternocleidomastoideus sie einfach reinzupflanzen. Also die nimmt man tatsächlich, da berät den Sternocleidomastoideus ein bisschen frei, stopft die Knödel rein, macht wieder zu. Ja? Das reicht. Das ist recht spannend. Gut, das ist das Erste. Schilddrüsenüberfunktionen kann man therapieren, indem man sie rausoperiert. Zweite Variante, man kann radioaktiv markiertes Jod verabreichen. Wenn die Schilddrüse eine Überfunktion hat, dann kann man, indem man radioaktives Jod gibt, die Schilddrüsenzellen ein bisschen zerstören. Also ein Teil wird davon einfach kaputt. Und das macht man mit der Radiojodtherapie. Da müsst ihr wissen, wenn man das macht, müsst ihr daran denken, dass Jod auch in andere Zellen aufgenommen wird, zum Beispiel in die Speicheldrüsenzellen und zum Beispiel in die Haut. Und deswegen kann ein Jodismus auch entstehen, Jodakne und Speicheldrüsenentzündungen können auftreten, also Schwellungen können entstehen und so weiter. Und dann geht es jetzt spannend zum Punkt 10. Man kann auch pharmakotherapeutisch eingreifen. Man kann erstens die Schilddrüsenhormonsynthese hemmen mit Thyreostatika. Zweitens, man kann die Jodaufnahme in die Schilddrüsenzellen hemmen mit Perchlorat oder Thiocyanat. Und drittens, man kann die Thyroxinfreisetzung hemmen. Das ist lustig, mit Jod in hohen Dosen hemmt man die Schilddrüsenhormonfreisetzung. Das ist ein spezieller Effekt, also ein Phänomen, das nennt man den Wolff-Chaikoff-Effekt. Also wir beginnen mit den Thyreostatika. Kann ich mal vorwegnehmen, bei der Pharmakologie der Schilddrüse müsst ihr prinzipiell ganz wenig Pharmaka lernen. Ihr müsst ganz gut wissen, wie wirken Schilddrüsenhormone, was machen die, Genetik, Dynamik und so weiter. Aber die anderen Pharmaka sind relativ schnell durchgesprochen. Wir fangen an. Thiamazol ist ein Thyreostatikum. Synonym heißt es auch Metimazol. Dann gibt es noch Carbimazol und Propyl-Thiouracil. Also die drei Pharmaka hemmen die Thyreoperoxidase. Das ist das Schlüsselenzym für die Synthese von Schilddrüsenhormonen. Alle drei Pharmaka werden schnell resorbiert. Prinzipiell ein Unterschied, den ihr wissen müsst, ist, dass die Halbwertszeit beim Thiamazol und beim Carbimazol ein bisschen länger ist. Die ist so um die 5 Stunden und die Halbwertszeit von PTU, steht für Propyl-Thiouracil, die ist 2 Stunden. Was folgt daraus? Muss man häufiger geben. Daraus folgt, ist unpraktisch. Ja? Ganz einfache Erkenntnis. Propyl-Thiouracil ist an sich unpraktisch, weil man muss es mehrmals täglich geben. Die Pharmaka werden alle zum Teil hepatisch metabolisiert. Beim Propyl-Thiouracil kann deswegen auch ein gewisses hepatotoxisches Potenzial beobachtet werden. Dann wichtig, die treten alle in die Plazenta über, das heißt in der Schwangerschaft muss man aufpassen, was man macht. Und beim PTU, jetzt kommt ein Vorteil von Propyl-Thiouracil, es wird wenig bis gar nicht in die Muttermilch weitergegeben. Deswegen, wenn eine stillende Mutter ein Thyreostatikum braucht, dann nehmen wir Propyl-Thiouracil. Der Wirkmechanismus von Schilddrüsen, also von der Thyreostatika, ist eben Hemmung der Thyreoperoxidase, also Hemmung der Synthese von Schilddrüsenhormonen. Und beim Propyl-Thiouracil habe ich schon vorher angedeutet, es hat einen zusätzlichen Wirkmechanismus, es hemmt auch noch die 5-Deodase und dadurch die Aktivierung von T4 zu T3. Und ansonsten ist logisch, dass wenn wir die Synthese von Schilddrüsenhormonen hemmen, dass wir den bestehenden Speicher nicht anrühren. Also ihr wisst ja, im Follikellumen von Schilddrüsen ist permanent ganz viel Schilddrüsenhormon gespeichert, das jederzeit freigesetzt werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt ein Pharmakon geben, das die Synthese von Schilddrüsenhormonen hemmt, dann wirken diese Pharmaka logischerweise nicht sofort, sondern erst verzögert, weil der vorhandene Speicher kann ja noch ganz normal entleert werden. Und das ist wiederum wichtig, wenn ein Patient jetzt kommt mit einer akut exazerbierten Hyperthyreose, also mit einer akuten Verschlechterung, einer Überfunktion im Sinne einer thyreotoxischen Krise. Die thyreotoxische Krise bedeutet, es ist viel zu viel T3 oder T4 im Blut und das kann lebensbedrohlich sein. Und in dem Fall macht es wenig Sinn, zum Beispiel Metimazol zu verabreichen, weil das macht genau gar nichts. Es würde mehr Sinn machen, Propyl-Thiouracil zu verabreichen, weil das hemmt auch die Aktivierung von T4. Ja? Also bei thyreotoxischer Krise kann man drei Medikamente sofort geben. Man kann sich daran erinnern, welche drei man gibt.
Also, PTU gibt man, Potentiomerazin, was noch? Dexamethason, ausgezeichnet, und Propranolol. Also es sind drei Medikamente, die man geben kann, wenn ein Patient kommt mit einer extremen Überfunktion. Weil alle drei Pharmaka hemmen die Aktivierung von T4. Das heißt, wir haben auch einen ziemlich schnellen Effekt. Und dann ansonsten das PTU und die zwei anderen, also Carbimazol und Metimazol, wirken ansonsten noch verzögert erst. Wenn der Speicher entleert ist, dann wird er weniger synthetisiert. Nebenwirkungen, ganz wichtig und einfach zu merken, Metimazol hat das Potenzial, eine Adenomyozytose. Und das ist leicht zu merken, warum? Weil, ihr kennt das Block 9, das Metamizol, das hat auch das Adenomyozytose-Risiko gehabt. Also, ihr merkt euch, die Thyreostatiker haben das Potenzial einer Adenomyozytose. Und wichtig ist da immer, dass ihr das dem Patienten sagt, erstens, sagt ihm, dass es das Risiko gibt, eine Adenomyozytose, und dann müsst ihr erklären, wie eine Adenomyozytose ausschaut. Was kannst du mir da sagen? Nicht sehr viel. Okay, dann wirst du nicht mein Arzt des Vertrauens. Was sagst du mir? Atembeschwerden? Thrombosen würde ich nicht vermuten, das war Blutungsteil ist Thrombozytopenie, das ist auch was anderes. Die Granulozyten sind die weißen Blutkörperchen, die gegen irgendwelche Keime gerichtet sind. Okay, also du sagst mir, bei Zeichen einer infektiösen Erkrankung sofort zu mir kommen. Und dann erklärst du dem Patienten noch, also mir in dem Fall, wie eine infektiöse Erkrankung sich äußern kann. Also zum Beispiel, wenn er irgendein Entzündungszeichen im Hals bemerkt, wenn er Halsschmerzen bekommt, wenn er Husten bekommt, wenn er Fieber bekommt, wenn er irgendwas bekommt, das irgendwie vorher nicht da war, er fühlt sich auf einmal stark krank, Atemnot im Sinn von, wenn er Pneumonie hat, wenn er Husten mit Ausruf hat, irgendwelche solche Zeichen, Ohrschmerzen, kann alles möglich sein, ja? Aber einfach bei einem Zeichen einer Entzündung, einer Krankheit, dann soll er kommen. Okay? Und dann müsst ihr wiederum weiterdenken, was macht ihr, wenn ihr tatsächlich Adenomyozytose habt? Also ich komme zu dir und nehme das Metimazol und habe Zeichen einer Adenomyozytose. Was machst du als erstes mit mir? Okay, also. Immunsystem simulieren, IL-6 keine Falken, was nicht, was man da macht. Bitte? Immunsystem simulieren, Immunsystem stimulieren, das kann man machen. Zuerst mal musst du die Verdachtsdiagnose bestätigen. Wenn ich komme mit Halsschmerzen, dann wirst du mir nicht sofort die Antibiotika reinpumpen, sondern du wirst als erstes mal die Verdachtsdiagnose Adenomyozytose haben und dann machst du was? Also, ein Differentialblutbild macht man mal. Man macht immer generell ein kleines Blutbild oder auch ein Differentialblutbild. Wir will mal schauen, wie viele Adenomyozyten sind denn da. Und wenn ganz wenig Granulozyten da sind, unter 500, definiert dann die Adenomyozytose. Erst dann schrillen die Alarmglocken ganz, ganz laut und dann muss man schnell schalten. Und dann muss man dann denken, es kann gerade jeder Krankheitserreger eine lebensbedrohliche Infektion anrichten. Das heißt, ihr müsst sofort Blutkulturen abnehmen. Ja? Als erstes Blutkulturen abnehmen. Das zweite, nachdem die Blutkultur abgenommen wird, dann machst du was? Was machst du? Wirkt zum Nachbarn zählt nicht. Was habt ihr im Block 9 gemacht? Antibiotika gegeben, oder? Machen wir jetzt auch nochmal. Gut, also welche Antibiotika geben wir denn? Reifmann und? Was für eine Eigenschaft müssen sie haben? Ein Monat, ja, bisher, oder? Ja, gut. Also, ein bakterizides Antibiotikum muss man verabreichen. Warum? Weil kein Immunsystem da ist. Da bringt Bakteriostase mal gar nichts. Also, wir müssen ein bakterizides Antibiotikum geben. Wie zum Beispiel, Beta-Lactam-Antibiotika oder Quinolone oder Aminoglycoside oder Hypeptidantibiotika, die sind alle schön bakterizid. Ja? Also, bakterizides Antibiotikum. Wir müssen dann denken, Pseudomonas aeruginosa kann auf einmal eine Erkrankung auslösen. Deswegen gibst du mir welches Antibiotikum? Ciprofloxacin zum Beispiel, richtig. Oder Piperacillin plus Tazibacter plus Aminoglycoside-Antibiotikum. Ihr müsst dann denken, dass es ein lebensbedrohliches Krankheitsbild ist und deswegen Bakterizide-Antibiotika, die den Pseudomonas mit erfassen. Und dann hat der Kollege ganz intuitiv vorgeschlagen, man könnte doch das Immunsystem stimulieren, das ist ganz richtig. Man kann einen Faktor geben, der die Granulozyten, die Granulopoese ein bisschen stimuliert. Wie heißt der? Was kannst du machen?
wenn ich keine Granulozyten habe, wie kannst du das stimulieren zum Wachstum? GCSF verabreichen, genau, GCSF heißt wie? Pilgrastim, genau, das hat er gesagt, großartig. Also, wenn keine Granulozyten da sind, können wir die wieder stimulieren. Mit GCSF, mit dem Granulozyten-Colony-Stimulating Factor. Also, das war die Agromonozytose. Ihr seht, das Risiko ist gar nicht zu gering, deswegen sind diese Pharmaka an sich nicht sehr beliebt. Neben der plötzlich einsetzenden Agromonozytose kann es auch noch zu einer Leukopenie kommen, die reversibel ist. Also eine Leukopenie bedeutet unter 4000 Leukozyten im Labor, aber noch über 500, weil das wäre ja die Agromonozytose. Und ursächlich vermutet man, dass die Thyreostatika, die ja Hämmer der Thyreoperoxidase sind, gleichzeitig auch noch die Myeloperoxidase hemmen, also das Enzym in den Granulozyten, das die normalerweise die Wasserstoffperoxid, die Sauerstoffradikale umsetzen, abtöten und hemmen. Ja, bitte. Habe ich noch nie gehört. Wer? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Gut, also Agranulozytose erstens, Leukopenie reversibel, ist eigentlich nicht so gefährlich und entsteht auch langsam über einen längeren Zeitraum. Dann können noch allergische Reaktionen auftreten, das heißt, ihr warnt die Patienten vor und sagt ihnen, wenn er mal das Gefühl hat, er hat einen Brennnessel gegriffen und das juckt überall und rot, dann soll er ganz schnell kommen. Auch wenn er irgendwie keine Luft mehr bekommt, soll er auch schnell kommen. So, und dann gibt es noch ein paar allgemeine Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, gastrointestinale Beschwerden und logischerweise kann auch ein Stoma entstehen. Ja, wenn die Schilddrüsenhormonsynthese hemmen, dann wird vermehrt TSH sezerniert und dann kann es logischerweise zu einer Hypertrophie der Schilddrüse kommen, zu einem Stoma. Und bei PTU kann auch noch die Leber kaputt werden. Das waren die ersten der Pharmaka, die ich hemmen muss. Wir machen weiter mit dem Natriumjodid-Synchroid-Hemmern. Das sind Pharmaka, die hemmen die Aufnahme von Jodid in die Schilddrüsenzellen. Vertreter sind Perchlorat und Thiocyanat. Man muss dazu gar nicht so viel sagen, weil man verwendet sie fast nicht. Werden rasch und vollständig aufgenommen, haben wieder eine Halbwertszeit von um die 5 Stunden. Und warum verwendet man sie nicht oder fast nicht? Weil sie haben auch wiederum Blutbild-Nebenwirkungen. Also es kann sogar zu einer aplastischen Anämie kommen. Aplastische Anämie bedeutet im Gegensatz zur Agranulozytose, dass jetzt tatsächlich auch die Erythrozyten und die Thrombozyten auch vermindert produziert werden. Also es wird man gar nichts mehr produziert. Natürlich lebensbedrohlich. Und es kann auch eine Leukopenie oder isolierte Thrombozytopenie entstehen. De facto merkt ihr euch einfach, die verwendet man so gut wie nicht, weil sie starke Nebenwirkungen auf das Blutbild haben können. Und ein weiterer Nachteil ist, dass wenn man einmal einen Natriumjodid-Synchroid-Hemmer gibt, dann ist auch eine Radiojodtherapie in nächster Zeit nicht möglich. Oder es ist ein Klammern. Also der Wolf-Chaikov-Effekt, den kann man dann auch nicht erzielen. Weil einfach, wenn der Jodid-Synchroid blockiert ist, kann man mit der Schilddrüse nicht so viel anfangen in nächster Zeit. So, jetzt kommen wir kurz zum Wolf-Chaikov-Effekt selbst. Also, dazu müsst ihr wissen, dass wenn ein Patient eine Schilddrüsenüberfunktion hat, zum Beispiel wegen eines heißen Knotens oder zum Beispiel wegen einer Autoimmunerkrankung wie dem Morbus Basedow, dann plant ihr als werdende Chirurgen vielleicht die Operation. Und ihr müsst wissen, dass man einen Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion, bevor man ihn operieren will und darf, muss man die Schilddrüsenfunktion normalisieren. Ja, also man will immer in Euthyreose, also in normaler Schilddrüsenfunktion, operieren. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man würde zum Beispiel vermuten, beim Morbus Basedow wäre ein typisches Beispiel, man therapiert den mit Thyreostatika, also zum Beispiel Carbimazol gibt man dem, versucht dadurch die Schilddrüsenfunktion zu normalisieren. Wenn das nicht klappt, dann muss man ihn operieren. Aber bevor man ihn operieren darf, muss man die Schilddrüsenfunktion normalisieren. Das heißt, man muss jetzt irgendwie möglichst schnell die Schilddrüsenhormonfreisetzung unterdrücken. Und das kann man wiederum durch den Wolf-Chaikov-Effekt erzielen. Also, ihr wisst ja, dass wir 150 Mikrogramm pro Tag Jodid zu uns nehmen sollen. Und jetzt seht ihr aber, wenn man viel mehr Jodid pro Tag zu sich nimmt, zum Beispiel 5 Milligramm pro Tag, dann hat Jodid auf einmal einen paradoxen Effekt auf die Schilddrüsenfunktion.
Und zwar wird ganz auf, in kurzer Zeit, also ziemlich schnell, wird die Freisetzung von Thyroxin hinunterreguliert und dadurch haben wir eigentlich einen sofortigen Effekt auf die Schilddrüsenfunktion. Das heißt, man kann durch diesen Wolff-Chaikow-Effekt, den kann man nutzen, indem man präoperativ bei einem Patienten mit Hyperthyreose Jodid in hohen Dosen verabreicht, ein paar Tage lang, und dadurch normalisiert sich die Schilddrüsenfunktion und dadurch können wir dann in einer euthyreoten Funktionslage operieren. Und dieses Verfahren, also dass man Hochdosis Jodid verabreicht vor einer Operation, das heißt Flammern, nach einem Chirurgen oder irgendeinem Arzt benannt, der das als erster festgestellt hat, dass man also vor einer Operation durch Hochdosis Jodbehandlung eine Euthyreose herstellen kann, beziehungsweise die Thyroxin-Freisetzung herunterregulieren kann. Da ist also wiederum wichtig, dass dieser Effekt jetzt sofort ein. Also das kann man theoretisch auch bei einer thyrotoxischen Krise machen, ja? Der Effekt bei Lithium-Ionen wirkt deswegen auch ein Lithium-Salz, stimmt so. Nein. Lithium-Ionen haben einen ähnlichen Effekt wie Jodid. Und Lithium-Ionen werden eigentlich in der Psychopharmakologie verwendet, aber eigentlich nicht zur Stimmungsaufhellung, sondern sie werden verwendet als sogenannte Mood Stabilizer. Also es gibt, kann ich ganz kurz vorweg sagen, in der Psychiatrie gibt es ja affektive Störungen. Affektive Störungen, da kann man depressiv sein zum Beispiel, ja, dann hat man halt schlechte Stimmung, oder man kann, das ist das Gegenteil von einer Depression, Manie, ja. Wenn jemand manisch ist, dann ist er eigentlich Gegenteil von depressiv. Ja, dann hüpft er die ganze Zeit herum und ist hyperaktiv und ist die ganze Zeit super gut drauf. Also, dann ist er manisch. Ja? Gut. Und Patienten, die nur eine Depression haben, behandeln wir logischerweise zum Beispiel mit Antidepressiva. Patienten, die nur eine Manie haben, behandeln wir wieder anders. Und es gibt Menschen, die fallen die ganze Zeit hin und her. Die stürzen von einer manischen Phase in eine depressive Phase. Ja? Also die hüpfen hin und her. Und wenn wir so hin und her springen in ihrer Stimmungslage, dann heißt das, es wird bipolare Störung. Mhm. Bipolar. Und bei solchen Patienten ist es ja wichtig, dass wir nicht jetzt irgendwie zwingend stimmungsaufhellend wirken oder stimmungsunterdrückend, sondern es ist wichtig, den Normalzustand zu erhalten. Und das kann man wiederum mit Lithium-Ionen machen. Also Lithium verwendet man eigentlich nur zur Therapie von bipolaren Störungen, zum Mood-Stabilizer, also zur Stimmungsstabilisierung. Der genaue Wirkmechanismus ist beim Lithium noch immer gar nicht erforscht. Es hat so viele Effekte auf irgendwelche Signaltransduktionswege, dass man einfach sagen kann, man weiß es noch nicht. Was interessant ist, ist eben, dass Lithium nebenbei noch einen Effekt auf die Schilddrüse haben kann. So, das war es mal mit der Schilddrüse. Ich würde sagen, wir machen 10 Minuten Pause und machen dann weiter. So, wir machen weiter. Spannung steigt, es geht weiter mit den Bizepsen. Also, wir haben uns bis jetzt um die Schilddrüse unterhalten. Wichtig war die Physiologie gut zu verstehen. Dann müsst ihr über die Thyroxin-Substitution gut Bescheid wissen. Das wäre so ein klassisches Beispiel für ein Rezept. Pharmaka müsst ihr auch was wissen, aber das ist, habt ihr gesehen, das ist sehr wenig Stoff eigentlich. Bei den Lipidsenkern ist erstens mal wichtig, dass ganz viele Patienten irgendwelche Pharmaka nehmen, die mit der Lipidsynthese oder mit der Lipidkonzentration im Blut irgendwie einen Einfluss aufnehmen. Schön formuliert, schönes Deutsch. Okay, und was müsst ihr über die Lipidsenker jetzt wissen? Erstens, wir schauen uns zuerst an, wie funktioniert das beim Fettstoffwechsel, wie war das nochmal? Das werde ich kurz halten, das habt ihr in Block 4 schon gut gelernt. Und zweitens werden wir uns dann anschauen, warum sind die Fette im Blut schlecht und böse und was können wir machen, damit die Fette sinken. Also wir beginnen mit der Resorption von Fetten, beziehungsweise mit der Physiologie, also der Fettstoffwechsel, also von der Resorption der Nahrungsfette bis zu den eigenen Transporten von Fetten im Körper. Eigentlich ist es eine Wiederholung. Also, wir nehmen Fette zu uns aus der Nahrung. Von welchen Fetten reden wir da immer? Cholesterin und Triglyceride, ganz genau. Und den zwei reden wir im Prinzip. Deswegen müssen wir auch die zwei differenziert betrachten. Also, wenn man Fette zu sich nimmt, dann beginnt, wie ihr wisst, bei den Fetten beginnt die Verdauung
eigentlich im Duodenum. Warum beginnt es im Duodenum? Beginnt im Magen. Das wird im Magen verdaut. Proteine. Die Fette werden erst, wo wird der Zucker verdaut? Im Speichel schon mal da unten rum, die Amylase. Also, Zucker werden schon das erste Mal hier zerlegt, Proteine werden das erste Mal im Magen zerlegt und die Fette werden das erste Mal im Duodenum zerlegt. Warum erst im Duodenum? Weil wir brauchen für die Resorption oder für die Lipolyse, für die Spaltung von Lipiden, brauchen wir Gallensäuren. Gallensäuren bekommen wir woher? Also nicht aus dem Pankreas kommen die Gallensäuren, sondern wer macht die? Die Leber macht die Gallensäuren und die Gallensäuren werden wo gespeichert? In der Gallenblase, genau. Und die Gallenblase speichert Gallensäuren und wenn man was gegessen hat, wird die Gallensäure kontrahiert und dann kommen die Gallensäuren ins Duodenum und dann können die Gallensäuren dort Fette emulgieren. Emulgieren heißt, quasi angreifbar machen, auch für lipophile Substanzen. Weil Fette sind ja per Definition lipophil. Gut, schauen wir uns das nochmal genauer an. Also, wir resorbieren die Fette in der Duodenum, dann müssen wir die Fette aber irgendwie an der Leber vorbei transportieren, weil, wenn die sofort alle in die Leber kommen würden, dann würde die Leber was werden? Fett. Das wollen wir nicht. Genau. Also, die Fette sollen zuerst überall in den ganzen Körper, aber nicht zur Leber. Deswegen müssen wir die Leber umgehen. Die Leber kann nur umgangen werden, indem wir den portalvenösen Kreislauf umgehen können. Und das machen wir, indem wir die Fette verpacken in Chylomikronen und dann schicken wir sie in den Ductus thoracicus, also mit der Lymphe ab in den großen Kreislauf vorbei an der Leber. Wo mündet der Ductus thoracicus? Genau. Genau, links, genau, das ist richtig gezeigt. Also hier links mündet der in die Vena subclavia und deswegen muss man bei Operationen in dem Bereich aufpassen, dass man den Ductus thoracicus nicht zerschneidet. Und wenn die dann die Leber umgangen haben mit der Lymphe dann in den venösen Kreislauf gekommen sind, dann müsste man denken, dass Fette im Blut an Lipoproteine gebunden werden müssen, damit sie wasserlöslich bleiben, damit sie transportiert werden können. So, wenn dann die Lipide in den peripheren Kreislauf irgendwo hingekommen sind, zum Beispiel an die Kapillaren von irgendwelchen Gefäßen der Muskulatur, dann müssen die Fette dann genau dort aus diesen Lipoproteinen rausgespalten werden, also von diesen Lipoproteinen abgespalten werden. Das heißt, wir müssen eine Lipoproteinlipase haben, die diese rausspaltet, dann sind die Fette in der Peripherie. Also, das waren dann die Chylomikronen, werden von der Lipoproteinlipase gespalten, es bleiben Chylomikron-Remnants übrig, also Chylomikron-Überbleibsel. Diese Chylomikronen-Remnants werden zur Leber transportiert, werden in der Leber aufgenommen. Skeptischer Blick. Und dann in der Leber, man muss wissen, dass die Chylomikronen vor allem Triglyceride abgeben. Also am Anfang ist es vor allem, um die Triglyceride der Nahrung in die Peripherie zu transportieren. Das Überbleibsel der triglyceridreichen Chylomikronen wird dann über Chylomikron-Remnant-Rezeptoren in der Leber aufgenommen und dann macht die Leber nochmal Umsortierung und sagt, jetzt schicken wir nochmal Triglyceride in die Peripherie. Das waren dann die Very Low Density Lipoproteins, also die VLDLs. Die VLDLs sind also Triglyceride von der Leber aus der Nahrung für die Peripherie. Diese VLDLs werden wiederum in der Peripherie gespalten. Wer spaltet die? Die Lipoproteinlipase wiederum, also die Lipoproteinlipase spaltet die VLDLs. Dadurch werden Triglyceride aus den VLDLs wiederum in die Peripherie aufgenommen. Was bleibt übrig? VLDL-Remnants bleiben übrig. Die sind Punkt 7. IDLs, also Intermediate Density Lipoproteins. Und diese Intermediate Density Lipoproteins werden wiederum zur Leber zurücktransportiert, werden in der Leber, in die Leberzellen aufgenommen. Die Hepatozyten haben dann ihr Wesentliches beigetragen dazu, dass die Triglyceride in die Peripherie transportiert wurden. Da muss man noch überlegen, was macht die Leber mit Cholesterin? Also Cholesterin kann auch von der Leber in die Peripherie transportiert werden und das wird in Form von LDL
Lipoproteine, also Low Density Lipoproteins, bewerkstelligt. Die LDLs sind also Cholesterin, das aus der Leber in die Peripherie transportiert wird. Und dann muss aber auch irgendwann das Cholesterin aus der Peripherie wieder zurücktransportiert werden, zur Leber. Warum muss denn das passieren? Weil nur die Leber Cholesterin abbauen kann. Wozu wird denn Cholesterin abgebaut? Zum Beispiel, um einfach zu sehen. Zur Gallensäure, genau. Also, das kann eigentlich die Leber. Deswegen muss Cholesterin aus der Peripherie auch wieder zurückgebracht werden zur Leber. Und das wird in Form von High-Density Lipoproteins bewerkstelligt. Also HDL bedeutet, Cholesterin aus der Peripherie, das zur Leber transportiert wird. Das war der Schnelldurchlauf. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an mit Bild. Das ist irgendwie leichter verständlich. Also Nahrungslipide. Wir sehen das hier, aus der Nahrung nehmen wir Fett zu uns und das Fett wird hier, die Fette werden hier gespalten und resorbiert und ihr seht, es ist hauptsächlich, sind es die Triglyceride, die in Chylomikronen verpackt, die in die Peripherie transportiert werden. Hier ist dann die Lipoproteinlipase, spaltet das Fettsäuren ab und was übrig bleibt, sind die Chylomikronen-Restkörper, die Chylomikronen-Remnants. Und die werden über einen Remnant-Rezeptor, den LRP, das ist der LDL-Receptor-like-Protein, werden die aufgenommen in die Leber und dann macht die Leber was? Sie schnappt die Fette, die da drinnen sind und packt daraus VLDLs, Very Low-Density Lipoproteins, werden wieder in die Peripherie geschickt. Also 65% Triglyceride, ihr seht, sie sind noch immer hauptsächlich die Triglyceride, die werden dann wiederum in der Peripherie abgespalten von aus diesem Kaul ist durch eine Lipoproteinlipase und dann bleiben die IDLs übrig und IDLs, Intermediate Density Lipoproteins, können entweder über die Leber aufgenommen werden oder direkt in LDL umgebaut werden und aus der Leber kann Cholesterin in die Peripherie geschickt werden, ja, und das passiert durch LDL, Low Density Lipoproteins, das ist also Cholesterin, das von der Leber in die Peripherie geschickt wird. Und weil nur die Leber Cholesterin abbauen kann, müssen wir auch Cholesterin aus der Peripherie, aus der Körperzelle, zum Beispiel Fettzelle oder Muskelzelle, muss Cholesterin abtransportiert werden durch einen ATP-abhängigen Transport, ABCA1. Und in HDL verpackt wird dann Cholesterin zurück zur Leber transportiert. Zur Resorption im Dünndarm müsst ihr wissen, erstens, dass wir differenzieren zwischen Cholesterin und Triglyceriden. Wir fangen an mit dem Cholesterin. Das Cholesterin wird, das aus der Nahrung aufgenommen wird, wird durch die Bindung an ein Protein an der Bürstensaummembran von Enterozyten aufgenommen. Okay, also dieses Protein ist das NPC1L1, Niemann-Pick, C1-like-Protein. Und warum sage ich euch das? Weil dadurch ist ganz leicht verständlich, dass wenn es einen aktiven Transport ist oder wenn es da ein Protein gibt, das wichtig ist für die Aufnahme von Cholesterin, dann macht es Sinn, dieses Protein zu blockieren mit einem Pharmakon und dadurch kann weniger Cholesterin aus der Nahrung aufgenommen werden. Ja, also das ist der erste Angriffspunkt für irgendein cholesterinsenkendes Pharmakon. Rezetinib ist der Vertreter, dazu kommen wir später. Also, so wird Cholesterin aus der Nahrung aufgenommen. Zweitens, wie werden Triglyceride aus der Nahrung aufgenommen? Die Triglyceride, ihr wisst ja, das ist ein Glycerin, ein Glycerol-Molekül mit dreimal einer Fettsäurekette dran, die dran geestert wurde. Und die werden zuerst emulgiert, also die müssen zuerst gelöst werden mit Gallensäuren. Die Gallensäuren kommen aus der Leber. Und erst wenn sie emulgiert wurden, sind die Triglyceride dann angreifbar. Das sind dann solche sogenannten Mietzellen, das könnt ihr vielleicht erinnern von Block 4, diese Mietzellbildung von Block 3 sogar. Die Pankreaslipase kann dann die emulgierten Triglyceride enzymatisch angreifen. Also, Pankreaslipase spaltet dann die Triglyceride. Was entsteht dann aus den gespaltenen Triglyceriden? Einzelne Fettsäuren, dreimal einzelne Fettsäuren, einmal Glycerol. Ja, und das Glycerol wird resorbiert und die drei Fettsäuren werden resorbiert. Und dann intrazellulär passiert was? Die werden wieder verestert. Genau, also dann macht man wieder Triglyceride draus. Und diese Triglyceride werden dann basolateral in die Lymphe abgegeben. Also werden die Triglyceride wieder verestert und dann in die Chylomikronen
in Chylomikronen verpackt, in die Lymphe geschickt. Was ist da wichtig für euch? Gallensäuren sind essentiell für die Resorption von Triglyceriden. Wenn man keine Gallensäure mehr hat, dann kann man also keine Fette mehr resorbieren. Dann bleiben die Fette im Stuhl. Und das sage ich aus einem Grund, weil es gibt Pharmaka, die binden Gallensäure. Eins habt ihr schon gelernt, Block 9, wer weiß das noch? Cholesterin, Cholesterin und Cholestipol. Und außerdem habt ihr noch ein Antacidum gelernt, oder? Das bindet auch die Gallensäure, welches war das? Aluminiumhydroxid bindet Gallensäure und hat deswegen die Nebenwirkung Obstipation. Antacidum. Gut, also es gibt Pharmaka, die binden Gallensäure. Zum Beispiel Cholestyramin. Was passiert, wenn wir Gallensäure binden? Dann können die Triglyceride aus der Nahrung nicht mehr aufgenommen werden und dadurch bleiben die Fette im Stuhl. Ja? Dadurch hat man dann ein sogenanntes Steatorrhö, also einen Fettstuhl. Ja? Warum werden die Triglyceride zerlegt, wenn sie danach gleich wieder zusammengebaut werden? Weil sie als Triglyceride nicht resorbiert werden können. Genau. Bisschen unpraktisch, ist aber so. Wir zerlegen ja auch die DNA aus tierischen Muskelzellen. Zum Beispiel, wenn du Fleisch isst, dann werden wir die DNA auch zerlegen und nicht sofort so wie sie ist in unsere Zellen einbauen. Gut. Also, wie geht's weiter? Der Ductus Thoracicus ist der Umgebungskreislauf, damit wir an der Leber vorbeikommen. Das wisst ihr, und die Lipoproteine, die sind im Block 10 für die SIMP vielleicht ganz spannend, weil das, dadurch ergeben sich natürlich super Fragen, welches Apolipoprotein ist in welchen Lipoprotein eingebaut. Ja, kann man im Block 10 lernen. Für die Klinik muss man das vielleicht nicht zwingend machen. Also, wir brauchen Apolipoproteine. Und für Chylomikronen brauchen wir Apolipoprotein B48. Dann in der Peripherie werden die Triglyceride aus den Chylomikronen durch die Lipoproteinlipase gespalten. Gut, das war jetzt mal das Erste, was ihr wissen müsst. Es geht weiter. Cholesterin brauchen wir in jeder Zelle. Wofür brauchen wir Cholesterin? Zum Beispiel? Für ganz viele Hormone. Welche Hormone? Genau. Genau. Also wo im Körper braucht man ganz viel Cholesterin für diese Hormonsynthese? Wir werden in deiner Hypophyse Androgene produziert? In der Nebenniere, oder? Eher. Ja. Also, neben das seine. Wäre auch praktisch wahrscheinlich, wenn man in der Hypophyse Testosteron hätte. Gut, also, Cholesterin brauchen wir zum Beispiel für die Hormonsynthese. Wir brauchen Cholesterin aber in jeder Zelle. Warum? Für die Fluidität der Zellmembran. Das ist ganz wichtig. Ich kann mich erinnern, Pilze verwenden ja Ergosterol, ausgenommen ist das Hirurezin. Der gemeine Hund verwendet auch Cholesterin, deswegen geben wir bei denen Sulfamethoxazol, wenn ein HIV-Patient gefährdet ist, mit Normozystis Hirurezin zu bekommen. Menschliche Zellen wiederum verwenden Cholesterin, um die Membranfluidität zu erhalten. Und deswegen muss jede Zelle an sich irgendwie den eigenen Cholesterinhaushalt regulieren können. Es gibt einen ganz spannenden Mechanismus, wie das funktioniert. Und zwar, solange Cholesterin in der Zelle vorhanden ist, vermittelt Cholesterin die Bindung von INSIG 1 an SCAP. Und SCAP steht für SREBP, Cleavage Activating Protein. Und SREBP steht für Sterol Regulatory Element Binding Protein. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier, dieses grüne Bämmerl ist ein Transkriptionsfaktor. Und solange Cholesterin da ist, bleibt dieser Transkriptionsfaktor genau hier, wo er ist. Da bleibt er genau in dieser Zellmembran drinnen, im endoplasmatischen Reticulum, und es wird kein Vesikel abgeschnürt, wo dieses grüne Bämmerl Richtung Nukleus transportiert werden kann. Wenn kein Cholesterin mehr da ist, ja, wenn dieses rote Konstrukt weg ist, dann kann SCAP gemeinsam mit SREBP von INSIG 1 wegdiffundieren und kann dann abgespalten werden und Richtung Golgi-Apparat transportiert werden, und im Golgi-Apparat spalten dann Enzyme dieses grüne Bämmerl ab vom SCAP, und wenn das grüne Bämmerl abgespalten ist, das N-terminale Ende, dann kann dieses grüne Bämmerl im Nukleus
im Zellkern an die DNA binden und als Transkriptionsfaktor wirksam sein. De facto heißt es für euch, solange Cholesterin da ist, werden ein paar Gene nicht abgeschrieben und wenn kein Cholesterin mehr da ist, dann passiert die Transkription von verschiedenen Genen. Welche Gene werden vermehrt transkribiert? Zum Beispiel LDL-Rezeptoren. Also wenn kein Cholesterin in der Zelle da ist, produziert sich vermehrt LDL-Rezeptoren. Was ist der Sinn davon? Ihr wisst, LDL enthält Cholesterin, das aus der Leber in die Peripherie geschickt wird. Ja, das heißt, wenn eine periphere Muskelzelle kein Cholesterin mehr hat, dann wird es den LDL-Rezeptor aufregulieren und dann wird vermehrt LDL aufnehmen können. Und dann hat es wieder vermehrt Cholesterin in der Zelle. Und dann kann die Transkription von LDL wieder runterreguliert werden. Also das ist ein ganz spannender Mechanismus. Das zweite Gen, das durch dieses N-terminale Ende von diesem großen Protein transkribiert wird, ist HMG-QA-Reduktase. HMG-QA-Reduktase ist das Schlüsselenzym in der Cholesterinsynthese. Cholesterinsynthese lernt man irgendwann im Block 3 und man lernt vor allem, dass sie kompliziert ist. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Zwischenschritte. Also, Acetylcoenzym A plus Acetylcoenzym A wird HMG-CoA, also Hydroxymethylglutaryl-Coenzym A und aus diesem HMG-Coenzym A wird dann Mevalonat. Und das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Cholesterinsynthese. Und wenn genau dieses Enzym also raufreguliert wird, dann wird viel mehr Cholesterin synthetisiert. Und jetzt gilt wiederum, wenn in einer Zelle kein Cholesterin da ist, so wie hier, dann wird also vermehrt HMG-CoA-Reduktase produziert. Und dann wird vermehrt Cholesterin synthetisiert. Also das ist ein wichtiges Feedback, den ihr bis zum verstanden haben müsst. Warum? Weil, ich sage es gleich vorweg, die wichtigsten Lipidsenker, die wir haben, die wichtigsten Pharmaka, die wir da haben, sind die Statine. Und Statine hemmen die HMG-CoA-Reduktase. Das heißt, die hemmen die Cholesterinsynthese in der Leber. Wenn jetzt kein Cholesterin mehr synthetisiert wird, dann wird in den peripheren Körperzellen mehr vom LDL-Rezeptor synthetisiert. Und dadurch wird mehr Cholesterin aus dem Blutkreislauf aufgenommen. Also das ist der Hauptwirkmechanismus von Statinen. Dafür muss man diesen Feedback-Mechanismus verstanden haben. Ein zweiter Feedback-Mechanismus, den ihr erkennen solltet, betrifft die Gallensäure. Ihr wisst jetzt schon, dass aus Cholesterin kann man Gallensäuren synthetisieren und die Gallensäure-Synthese wird auch wiederum reguliert in den Zellen. Und da kann man ganz einfach sagen, wenn Gallensäuren in der Zelle vermindert vorhanden sind, also wenn zum Beispiel Cholestyramin einem Patienten verabreicht wird und dadurch der intrahepatische Kreislauf von Gallensäuren unterbrochen wird, dann werden die Gallensäuren ja alle ausgeschieden, er hat keine mehr oder weniger, dann sinkt die Gallensäurekonzentration intrazellulär ab und dann kommt es wiederum dazu, dass verschiedene Enzyme raufreguliert werden. Zum Beispiel CYP7A1. Und CYP7A1 ist das Enzym, Zytochrom P450-Monooxygenase, die aus Cholesterin wiederum Gallensäure macht. Ja, das heißt, wenn weniger Gallensäure in der Zelle, dann werden mehr aus Cholesterin wieder nachproduziert. Andererseits, wenn da viel Gallensäure in der Zelle sind, dann werden vermindert Gallensäuren synthetisiert. Also ein ganz praktischer Feedback-Mechanismus. Gut, warum erzählen wir euch so viel über LDL und über Fette an sich? Prinzipiell muss man mal sagen, es gibt die Lipide, man unterscheidet das immer in diese Lipoproteine. Man sagt HDL, LDL, IDL, VLDL. Ja, also die will man wissen, beziehungsweise am wichtigsten ist eigentlich erstmal das LDL. Da gibt es verschiedene Normwerte, die zu erzielen sind. Normalerweise, wir Gesunden sollten unter 160 Milligramm pro Deziliter LDL haben. Ihr müsst die Normwerte vielleicht für Block 10 und für die SIP sollten Sie die Normwerte schon wissen, außerdem kommen die immer, ihr werdet die so oft am Labor sehen, also am Laborbefund sehen, dass man sich die dann irgendwann sowieso merkt. Aber jetzt für die SIP ist mal das interessant. Ja. LDL hat also unterschiedliche Zielwerte, je nachdem, ob ein Patient schon irgendwelche Vorerkrankungen hat oder nicht. Und warum ist LDL so wichtig? Das LDL ist ja das Cholesterin, das aus der Leber in die Peripherie transportiert wird.
Und wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang ganz viel Fett zu sich nimmt, also ganz viel fettreiche Nahrung, dann wird die Leber permanent Cholesterin in die Peripherie schicken. Und dieses Cholesterin wird in Form von LDL in die Peripherie geschickt. Das heißt, LDL ist erstens mal schon ein Parameter dafür, wie viel Fett der Mensch so ungefähr zu sich nimmt. Ja, also daran, allein kann man schon ungefähr sagen, der wird sich immer ganz fettreich ernähren und keinen Sport machen, wenn er ein hohes LDL hat. Und wenn dann die ganze Zeit LDL in die Peripherie transportiert wird, dann kann Folgendes passieren. Das LDL kann sich einfach an die Gefäßwände ablagern. Also es kommt mehr oder weniger zur Ablagerung von Cholesterin an die Gefäßwände. Und wenn dieses LDL an den Gefäßwänden sich ablagert, dann kann es in weiterer Folge oxidiert werden. Das ist LDL und oxidiertes LDL führt dazu, dass sogenannte Fatty Streak Lesions entstehen. Also entstehen so kleine Entzündungsreaktionen im Bereich von einer Gefäßwand. Dadurch werden Makrophagen angelockt, es werden weiße Blutkörperchen angelockt. Die wollen diese Entzündungsreaktion beseitigen, sie pressen also das LDL auf. Wenn diese Makrophagen dann das LDL aufgefressen haben und sie werden es noch weiter oxidieren, weil sie irgendwie glauben, das muss man zerstören, dann muss man wissen, dass Makrophagen keinen Stoppmechanismus haben. Sie werden immer LDL weiterfressen, solange es ihnen hinhält. Und dadurch passiert was mit ihnen? Schaumzellen. So, sie werden zu sogenannten Schaumzellen. De facto bedeutet das auch, irgendwann werden sie einfach zerplatzen. Ja, also sie fressen sich voll, aber haben keinen sinnvollen Mechanismus, diesen die Aufnahme dann irgendwann zu unterdrücken. Man nennt sie dann im pathophysiologischen Schnitt, wenn man die sieht, dann sind das Schaumzellen. Ja? Das ist kurz wichtig, interessant, aber es ist de facto für die Klinik egal. Bedeutet für euch, Makrophagen fressen LDL, können sie natürlich abbauen, werden kaputt und bleiben an der Gefäßwand kleben. Dann kommen neue Makrophagen und versuchen das Ganze zu reparieren. Werden es nicht schaffen. Es wird eine immer größere Entzündungsreaktion an der Gefäßwand entstehen. Und dadurch kommt es auch irgendwann dazu, dass sich Fibrin an diese Entzündungsreaktion drauflegt und es bildet sich tatsächlich im Bereich vom Endothel, also im Bereich von der Tunica intima der Gefäßwand, bildet sich dann eine neue Pseudo-Intima, also eine Fibrinschicht über dieser Fettablagerung. Und dadurch passiert was mit dem Lumen vom Gefäß? Es wird enger. Und dadurch kann in weiterer Folge irgendwann die Blutzufuhr von dem jeweiligen Organ dann eingeschränkt sein. Also wenn so eine fettige Läsion im Bereich vom Herzen zum Beispiel auftritt, im Bereich von den Koronararterien, dann wird der Patient irgendwann, wenn diese Fibrinschicht dann mal aufplatzt, dann können sich Thrombozyten anlagern und dann kann das Gefäß komplett zugehen. Dann können die einen Herzinfarkt bekommen. Also deswegen ist LDL ganz gefährlich, ja, weil es lagert sich an die Gefäße an und macht die Entzündungsreaktion, macht das Gefäß enger und das ist das, von dem der Volksmund als Verkalkung der Gefäße spricht. Ja, das ist keine Verkalkung, das ist die Ablagerung von LDL-Cholesterin bzw. die Ansammlung von oxidiertem LDL in den Makrophagen, die zu Schaumzellen werden und dann sind es in eine Neonitima drüber mit Fibrinschicht und dadurch geht das Gefäßlumen zu und dadurch kann ein Herzinfarkt entstehen oder wenn es in den Beinarterien zum Beispiel zu einer Verkalkung kommt, dann kann es dazu kommen, dass die Patienten die sogenannte Schaufensterkrankheit bekommen. Das ist die Schaufensterkrankheit, schon mal gehört. Das ist Claudicatio intermittens, ist der Fachbegriff dafür. Das bedeutet, dass die Menschen nach einer gewissen Gehstrecke immer stehen bleiben müssen, weil die Füße so wehtun. Weil die Muskulatur der Beine dann einfach nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Und das macht Schmerzen, wenn die stehen bleiben, dann wird es wieder ausreichend versorgt mit Blut, dann können sie wieder eine Gehstrecke gehen von sagen wir 100 Metern und dann müssen sie wieder stehen bleiben. Was ist die PAVK? Periphere arterielle Verschlusskrankheit. Also LDL ist ein wichtiger Risikofaktor für koronare Herzkrankheit, sprich Herzinfarkt, periphere arterielle Verschlusskrankheit, sprich Schaufensterkrankheit, Claudicatio intermittens und drittens auch für Schlaganfälle, also für die zentrale arterielle Verschlusskrankheit, also für die zerebrale, für die Gefäße, die das Hirn versorgen, ist es auch ganz wichtig oder ein ganz wichtiger Risikofaktor. Also wenn jemand einen Schlaganfall hatte, muss er immer nach einem Schlaganfall zum Beispiel Statine nehmen, damit das Gefäß nicht wieder zugeht. Und deswegen reden wir so oft von LDL, weil LDL ein
ganz wichtiger Risikofaktor für Gefäßerkrankungen ist. Und HDL im Gegensatz dazu ist genau das, was wir gern haben. HDL, habe ich mir damals schon gemerkt, HDL ist happy und LDL ist noch nicht damit. Ja? Also HDL ist das Lipoprotein, das wir vermehrt im Blut haben wollen. Warum? Weil HDL transportiert genau das Cholesterin, das sich sonst irgendwo ablagern würde, wieder zur Leber zurück. Das heißt, je höher HDL ist, desto besser kann der Körper aus dem Blutgefäß das ganze Cholesterin wieder abtransportieren, zur Leber transportieren und es können keine Fatty String Lesions entstehen. Es wird dadurch das Herzinfarktrisiko gesenkt, das Schlaganfallrisiko gesenkt und das periphere arterielle Verschlusskrankheitsrisiko gesenkt. Das heißt, je höher HDL ist, desto niedriger ist das Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen zu Komplikationen verleiten. So, und wenn wir schon von Hyperlipidämie reden, also ganz kurz angemerkt, dazu kann man vielleicht noch sagen, es gibt neben der Dyslipidämie, die vor allem durch irgendwelche Ernährungsgewohnheiten plus andere Lifestyle-Faktoren entsteht, neben dieser Dyslipidämie, also der mitteleuropäischen Dyslipidämie, wenig Sport, viel Essen, viel Trinken, viel Fernschauen, ja, das, was wir alle gerne machen, dann kriegt jeder eine LDL-Erhöhung, okay, eine Dyslipidämie. Es kann aber natürlich auch sein, dass man genetisch bedingt eine Hyperlipidämie hat. Das sind die familiären Hyperlipidämien. Die werden nach gewissen Kriterien unterschiedlich klassifiziert. Die müssen, glaube ich, in der Frederikson oder so lernen in Block 10. Da gibt es, je nachdem, welcher Rezeptor oder welches Enzym genetisch kaputt ist, gibt es halt unterschiedliche Formen. Manchmal ist LDL erhöht, manchmal ist Triglyceride erhöht und so weiter. Aber de facto reden wir meistens von der Dyslipidämie, die entsteht, weil der Mensch sich ungesund ernährt und weil er ungesund lebt. Und das entsteht meistens im Rahmen eines metabolischen Syndroms oder Syndrom X wird es auch genannt. Das metabolische Syndrom wird euch und mir, also uns allen zukünftigen Ärzten, immer wieder begegnen. Also das wird, wenn man im Krankenhaus arbeitet, sieht man fast, außer man arbeitet vielleicht in der Pädiatrie, aber sonst wird man wahrscheinlich immer, jeden Tag, mindestens einen Patienten sehen, der ein metabolisches Syndrom hat. Metabolisches Syndrom, vor allem die Internisten sehen das immer, ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren bzw. Krankheitsbildern. Erstens, Diabetes mellitus Typ 2, also der sogenannte Altersdiabetes. Zweitens, eine Dyslipidämie im Sinne einer LDL-Erhöhung und HDL-Erniedrigung. Drittens, haben wir eine arterielle Hypertonie. Und viertens, sind sie fett. Also ein Bauchumfang von über 88 cm bei den Weibchen und 102 cm bei den Männchen. Gut, also wenn man diese vier Faktoren erfüllt, diese vier Symptome bzw. Krankheitsbilder hat, dann hat man ein extrem erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall zu bekommen oder irgendwelche anderen kardiovaskulären Erkrankungen zu bekommen. Ja, eine Frage. Also die Arteriosklerose, der Arterienverkalkung, das betrifft tatsächlich die arteriellen Gefäße. Und das kommt auch dazu, wenn Östlipis existiert, das existiert nicht. Flussgeschwindigkeit. Also es wird es geben, aber es ist jetzt klinisch im Vergleich nicht relevant, würde ich sagen. Also im Prinzip, das Problem an diesem arteriosklerotischen Plaques, also das habe ich noch nicht gesagt, wenn es dann diese Fibrinschicht drüber bildet und quasi das Gefäß an einer Stelle so eingeengt ist, dann ist das eine Plaque. Wurde da gebildet, eine atherosklerotische Plaque. Und das Problem an diesem Plaques ist dann, dass wenn die aufreißen, können sie Thrombozyten anlagern und dadurch kann ein Thrombus losgelöst werden oder das Gefäß dann komplett zugehen. Das ist ja die Pathophysiologie eines Herzinfarkts. Und bei den Venen, wisst ihr ja, dass bei den Venen sind fast nie die Thrombozyten das Problem, die die Gerinnung machen, sondern das ist immer das Protein, also das Gerinnungssystem. Also das Protein quasi die Gerinnungssystem, diese Gerinnungskaskade, die ihr in Block 8 oder Block 4 schon gut gelernt habt. Die ist ja wichtig für die Gerinnungen im venösen Schenkel und im arteriellen Schenkel sind sogar die Thrombozyten. Und die hängen sich immer an irgendeinem Plaque dran. Ja, aber warum kann man prinzipiell in einem venösen Gefäß der Plaque nicht anstehen, beziehungsweise nicht nur Gefäße entstehen? Kann wahrscheinlich entstehen.
auch noch stehen können, aber mir ist es die Konsequenz daraus nicht zu bewusst. Sind vor allem als Kombinationspräparate interessant. Wir beginnen mit den Cholesterinresorptionshemmern. Also Ezetimib ist das Pharmakon, ich habe es schon vorher kurz angedeutet, bindet an den NPC1L1 und vermindert dadurch die Cholesterinresorption im Dünndarm. Über Ezetimib müsst ihr wissen, dass es gut resorbiert wird. Es hat eine Halbwertszeit von ca. 20 Stunden, das heißt, die einmal tägliche Gabe reicht vollkommen aus. Und bei lipidsenkenden Pharmaka ist es immer wichtig, wie sehr beeinflussen sie die Lipidkonzentration, die einzelnen Fraktionen der Lipoproteine. Das heißt, wir schauen uns immer an, wie wird LDL beeinflusst, wie werden Triglyceride beeinflusst und wie wird HDL beeinflusst. Und rechts oben steht dann die Tabelle, die wird fortgeführt. Also ihr seht, man misst das Pharmakon also hauptsächlich an dem Potenzial, LDL zu verändern. Ezetimib kann LDL um ca. 20% senken, Triglyceride weniger um 10% und das HDL wird im Prinzip fast gar nicht verändert. Also vorweg muss man sich sagen, dass am liebsten wäre es ein Pharmakon, das LDL und Triglyceride stark senkt und HDL stark erhöht. Ja, das ist so
das Zielpharmakon. Über 10, das Optimale gibt es noch nicht, aber es gibt schon relativ potente Pharmaka, die gut wirksam sind. Beim Ezetimib könnt ihr merken, es wird sehr gut vertragen. Also vor allem, wenn man in Kombination Statine verabreicht. Und Statine sind immer die Mittel der ersten Wahl zur Senkung von LDL. Deswegen ist das ein Szenario, das relativ wahrscheinlich ist. Der Patient kriegt Statine, die LDL-Konsumation wird zum Beispiel nicht ausreichend gesenkt. Und dann kann man überlegen, ob man noch Ezetimib dazu gibt, weil Ezetimib an sich super verträglich ist. In Kombination mit Statinen kann es vorkommen, dass die Leberenzyme, die Transaminasen leicht ansteigen. Das heißt, man sollte die dann halt im Intervall kontrollieren immer wieder. Ansonsten ist Ezetimib super verträglich, aber zu wenig potent, um jetzt wirklich einen großen Schnellwert zu haben. Also ist hauptsächlich ein Reservemittel oder ein Kombinationspräparat. Die Anionenaustauscher Harze oder Gallensäure, bindenden Pharmaka, kennt ihr schon, Cholesteramin, Cholestipol und Cholesevelan sind die Vertreter. Bei denen ist wichtig, dass sie nicht resorbiert werden. Das ist auch logisch, weil sie sollen ja im Darm, Lungen die Gallensäure binden und dann, wo werden Gallensäure normalerweise resorbiert werden? Wo im Darm? Nein, Ilium ist nicht der Dickdarm. Dickdarm ist das Kolon und Ilium ist Dünndarm, per Definition. Also im terminalen Ilium, und wir sind gerade auf der Abdominalchirurgie, wo der Chefarzt uns letztens erzählt hat, dass es tatsächlich so ist, dass es nur die letzten paar Zentimeter sind. Wir lernen auch im Physiologiebuch, aber wenn es dann der Chirurg sagt, aus eigener Erfahrung, dass er sagt, so die letzten 10 bis 20 Zentimeter des Iliums sind entscheidend für die Gallensäure-Resorption. Warum weiß er das? Weil wenn jemand ein Kolonkarzinom hat, im Kolon-Aszendenz, also im aufsteigenden Ast des Dickdarms, dann macht man eine Hemikolektomie. Man schneidet das rechte Kolon raus. Kolon-Aszendenz schneidet man raus und man schneidet ein paar Zentimeter vom Ilium raus. Und wenn man ein paar Zentimeter rausschneidet, der sagt eben dann wirklich 10 cm reicht aus, dass die Patienten dann postoperativ keine Gallensäure mehr mitresorbieren können. Was haben die dann? Was hat man, wenn man die Gallensäure nicht rückresorbiert? Durchfall. Man hat eine kologene Diarrhoe. Ja, man hat ganz starken Durchfall, weil die Gallensäuren an sich sind ja so ein bisschen mobilitätsfördernd. Deswegen ist ja auch, wenn man Gallensäuren abbildet, dann sind sie nicht mehr mobilitätsfördernd, das ist eine Obstruktion. Das heißt, solche Patienten, die das terminale Ilium rausoperiert bekommen haben, aus irgendeinem Grund, meistens Dickdarmkrebs rechts, im Kolonaszendenz, da muss man dann denken, die können keine Gallensäure mehr rückresorbieren, die werden die ganze Zeit Durchfall haben. Was kann man machen? Man kann gallensäurebindende Pharmaka verabreichen. Also das ist ein weiteres Beispiel, wo man diese Pharmaka verwenden kann. Cholesteramin, Cholesterol, Cholesterolat. Sie sind stark positiv geladen, habe ich nicht dazu geschrieben, stand über mein Haupt. Und durch die positive Ladung sind sie imstande, in Gallensäuren zu binden. Wenn sie die Gallensäuren dann binden, können die Gallensäuren erstens im Duodenum keine Mitzellenbildung mehr veranlassen und dadurch können die Triglyceride weniger resorbiert werden. Und zweitens führt es dazu, dass die Gallensäuren keine motilitätsfördernde Wirkung mehr im Dickdarm ausüben können und dadurch haben die Patienten als Nebenwirkung die Obstipation. Also ist leicht zu erklären. Wenn man keine Gallensäuren mehr rückresorbiert, dann entsteht in den menschlichen Zellen, wie wir gesagt haben, eine Hochregulation von CYP7A1 und CYP7A1 Hochregulation bedeutet, dass Cholesterin interzellulär vermehrt zu Gallensäuren umgebaut wird. Dadurch sinkt die Gallensäurekonzentration wiederum, dadurch steigt die Gallensäurekonzentration und dadurch sinkt im Gegensatz im Blut die Cholesterinkonzentration. Und das ist im Prinzip auch der Wirkmechanismus. Ja? Weil wenn dann Cholesterin intrazellulär vermehrt in Gallensäuren umgebaut wird, dann könnt ihr euch erinnern, dann sind die intrazellulären Cholesterin Konzentration niedriger, bedeutet, dass vermehrt LDL-Rezeptoren an die Membranoberfläche transportiert werden. Und dadurch wird LDL vermehrt resorbiert. Also, es entsteht eine LDL-Senkung aus dem Blutkreislauf, die Triglyceride werden wenig beeinflusst und HDL steigt im Prinzip auch nicht an. Die wichtigste Nebenwirkung von Cholesteramin ist, dass die Obstipation, also Verstopfung, und da müsst ihr wieder wissen,
Obstipation ist ja ein Symptom, das ganz viele alte Menschen haben. Von dem her muss man ja bei alten Menschen an sich schon oft aufpassen, dass die keinen Laxantienabusus betreiben, das hat ja auch im Grund 9 schon gelernt. Deswegen kann man die Gallensäure auch an sich nicht so gut verwenden. Ansonsten muss man wissen, dass die generell auf den ganzen Magen-Darm-Trakt relativ viele Nebenwirkungen ausüben. Das heißt, neben der Obstipation kann es auch dazu kommen, dass man ein Völlegefühl hat, das ist ja logisch, wenn man viel im Darm ist, dann fühlt sich das voll an. Es kann dazu kommen zum Meteorismus, das sind Blähungen und man kann auch ein bisschen übel werden, so brennen kann. Also sind prinzipiell, das sind lauter Nebenwirkungen, die prinzipiell ja zu verkraften sind, aber trotzdem subjektiv sehr unangenehm sein können. Deswegen sind die Anionen austauscher Harze auch eher Reservemittel. Weil sie stark geladen sind, können sie auch im Magen-Darm-Trakt mit der Aufnahme, also sie können die Aufnahme von anderen Pharmaka im Magen-Darm-Trakt ganz stark beeinflussen. Da ist wichtig, ihr denkt dann, dass man einen Zeitabstand von mindestens 4 Stunden zwischen einer Einnahme von einem Medikament und Cholesteramin oder anderen Gallensäurebindern lassen sollte. So, das ist der Mindestzeitabstand. Die wichtigsten Pharmaka, die in der Resorption beeinflusst werden, stehen hier. Meiner Meinung nach ist es wieder nicht unbedingt essentiell, sich zu merken, welche Pharmaka beeinflusst werden. Wichtig ist nur, dass man einfach prinzipiell einen Zeitabstand von 4 Stunden lässt. Dann hat man das Problem gar nicht. Ja? Also Tetrazykline, was sind die Tetrazykline? Bitte? Vertreter? Doxycyclin, Minocyclin und Tetrazyklin. Gut, wichtige Nebenwirkungen von Doxycyclin? Nebenwirkungen von Doxycyclin? Lokale Reizung? Okay, gut, cool, es fällt uns noch was ein dazu. Und das wirkt gegen ganz viele exotische Keime. Guten Tag. Ja. Gut. Haben wir eben einen Besuch, hohen Besuch haben wir bekommen. Gut, also Tetrazykline, ihr könnt euch erinnern. Die Thiazolen können auch beeinflusst werden. Und außerdem Kumarine, was sind Kumarine, wer nennt die schon? Vitamin K-Antagonisten, sagt man so schön, sie sind Vitamin K-Inhibitoren und da sind Hemmer. Kumarine sind wichtig für die Blutgerinnung, werden wir im Block 11 lernen. Digitales Glucoside lernt ihr auch im Block 11, die beeinflussen die Natrium-Kalium-Aktivase. Und dann Thyroxin an sich wird auch vermindert resorbiert durch ganze Austauscherharzen. Das heißt, ihr merkt euch einfach 4 Stunden Zeitabstand zwischen Anionen und Austauscherharzen und anderen Pharmaka. So, jetzt geht es weiter mit den Statinen. Jetzt wird es spannend. Die sind mit Abstand die wichtigste Pharmakagruppe im Block 10 bei den Lipidsenkern. Und ihr werdet auch im Krankenhaus laufend mit Patienten in Kontakt kommen, die irgendein Statin einnehmen. Und vor allem ist es deswegen spannend, weil Statine pharmakogenetisch einiges an Interaktionspotenzial mitbringen. Vertreter sind Lovastatin, Simvastatin, Pravastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin, Fluvastatin und Pitavastatin. Also alles, was mit Statin aufhört, ist ein Statin, ganz logisch. Wichtig ist, dass Sie bei der Resorption in die Hepatozyten bietet sich das erste Interaktionspotenzial, weil Statine über OATP1B1 in die Leber aufgenommen werden, also einen organischen Anionentransporter. Und wenn jetzt ein anderes Pharmakon auch über diesen Transporter aufgenommen wird, dann kann die Resorption in die Hepatozyten beeinflusst werden und dadurch kann wiederum die Plasmakonzentration bzw. virale Bioverfügbarkeit beeinflusst werden durch Statine. Das Lovastatin und Simvastatin, Atorvastatin, Prodrugs ist maximal interessant, aber muss man sich nicht zwingend merken. Wichtig ist, dass ihr merkt, dass diese Statine alle eine ganz geringe Bioverfügbarkeit haben. Also ihr seht hier auf dieser Tabelle die Bioverfügbarkeit von den Statinen aufgelistet. Ihr seht zum Beispiel, beim Lovastatin ist die unter 5%. Beim Simvastatin ist die auch unter 5%. Jetzt wird man kurz vermuten, wie kann ein Pharmakon mit so einer geringen Bioverfügbarkeit überhaupt wirken? Glaubst du? Kann das wirken, wenn es unter 5% Bioverfügbarkeit hat? Du vermutest, nein. Du willst das Simvastatin lieber IV geben.
Okay. Haben Sie auch schon andere gedacht? Wir wollten es nur nicht die Frau geben, sondern wir haben uns einfach gedacht, wir machen ein Statin mit einer höheren Bioverfügbarkeit. Weil höhere Bioverfügbarkeit bedeutet mehr Wirkung. Also es wurde dann 1997 wurde dann Cerivastatin auf den Markt gebracht, ein Statin mit einer sehr hohen oralen Bioverfügbarkeit. Dieses Statin wurde aber dann ganz schnell wieder vom Markt genommen. Warum? Weil Statine haben eine ganz wichtige Nebenwirkung und das ist die Myopathie, also die Muskelzellschädigung, die kann von einer leichten Myopathie im Sinne von jemand Muskelkater, kann das gehen bis zur Rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse bedeutet der Zerfall von Muskelzellen, wodurch ganz viel Myoglobin anfällt und Myoglobin macht die Nieren kaputt. Also, dieses Risiko haben Statine an sich. Und Statine mit einer, also das Cerivastatin mit einer ganz, ganz hohen Bioverfügbarkeit, hat also dann gezeigt, dass wenn ein Statin eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit hat, steigt das Risiko für die Muskelzellschäden. Und das wurde eben, deswegen sagt man, dieser Fall von Lipovay 1997 hat gezeigt, eine erhöhte Bioverfügbarkeit von Statinen ist nicht zwingend einhergehend mit einer erhöhten Wirksamkeit, sondern geht auch einher mit einem erhöhten Risiko für eine Muskelzellschaden. Deswegen macht es Sinn, dass Lovastatin und Simvastatin eine unter 5%ige Bioverfügbarkeit haben und trotzdem gut wirken. Man muss auch kurz nachdenken, was die Statine machen. Statine hemmen die HMG2A-Reduktase. Also sie hemmen ein Enzym, das wichtig ist für die Cholesterinsynthese. Man muss kurz nachdenken, wo wird Cholesterin hauptsächlich synthetisiert? In der Leber. In der Leber wird es ja synthetisiert und dann in Form von LDL in die Peripherie transportiert. Und Statine sollen genau diese LDL-Cholesterinsynthese hemmen und das sollen sie in der Leber machen. Und die Leber ist deswegen auch der Wirkort von Statinen. Dadurch erklärt sich, dass es uns nicht stört, dass die Statine hauptsächlich in der Leber gleich metabolisiert und abgebaut werden und eine niedrige orale Bioverfügbarkeit haben. Verständlich? Ja. Nein? Skepsis? Verstanden? Nein? Also, Statine hemmen die Cholesterinsynthese. Sie sollen die Cholesterinsynthese in der Leber hemmen. Wenn man ein Pharmakon oral zu sich nimmt, dann misst man ja später im Blut die Menge an Pharmakon, die quasi an der Leber vorbeigekommen ist. Weil alles, was präsystemisch eliminiert wird, ist ja dann, zeigt uns ja dann den Anteil der oralen Bioverfügbarkeit. Ja? Wenn nichts an der Leber vorbeikommt, ist die orale Bioverfügbarkeit 0. Wenn alles an der Leber vorbeikommt, ist 100%. Statine sollen nur in der Leber wirken. Das heißt, sie sollen eigentlich eine niedrige Bioverfügbarkeit haben. Bedeutet, in die Leberzellen aufgenommen werden. In der Leberzelle können sie auch wirken, können auch abgebaut werden. Aber sie sollen eigentlich nicht die Leber Richtung Vena Cava Inferior verlassen. Und der Metabolismus von Statinen unterscheidet sich je nach Statin. Also, wir haben immer gemerkt, ALS, die amyotrophe Sklerose, die wird über Zug 3A4 abgebaut. Also ALS, Atorvastatin, Lovastatin und Simvastatin werden hauptsächlich über Zug 3A4 abgebaut. Deswegen muss man bei diesen drei Statinen aufpassen, dass Pharmaka den Zug 3A4 hemmen. Welches Pharmaka hemmt Zug 3A4? Bitte? Kalromazin und Erythromazin zum Beispiel, genau. Das ist wichtig, wer kennt noch irgendeine Pharmakon-Gruppe, die ich noch mal gelernt habe, die irgendwas mit Zyklus machen? Azolamikapurgia, sehr gut, danke. Also, Statine können diesen Teil über Zyklus 3, 4 metabolisiert werden. Und wir denken an, es gibt Zyklus 3, Hämmer. Da muss man aufpassen, wenn man die gemeinsam gibt, dann muss man die Dosis von Statinen reduzieren. Es gibt dann auch so Maximaldosen bei manchen Pharmakokombinationen. Zum Beispiel Simvastatin wird häufig gegeben bei Patienten mit metabolischem Syndrom. Metabolisches Syndrom, das sind Patienten, die auch eine arterielle Hypertonie haben und deswegen soll man bei denen auch Blutdruck senken. Blutdrucksenkende Pharmaka sind zum Beispiel Amlodipin, also Calcium-Kanal-Antagonisten und Amlodipin und Simvastatin ist deswegen zum Beispiel eine gängige Kombination und da gibt es dann so festgesetzte Maximaldosen. Muss man sich jetzt nicht zwingend merken, vor allem im vierten Semester noch nicht, ihr sollt einfach daran denken, Statine haben ein Interaktionspotenzial und das Problem ist, wenn Statine eine erhöhte Konzentration im Blutkreislauf bekommen, dann steigert das Risiko einer Statinmyopathie bis zur Rhabdomyolyse.
kommt de facto nicht häufig vor, aber man soll es im Hinterkopf behalten. Also, Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin, Typ 3, 4 und dann Fluvastatin, Rosuvastatin, Pitavastatin werden eher dazu 2C9 metabolisiert. Und dann gibt es noch das Pravastatin, das scheint aus, das leuchtet heraus, weil es wird renal eliminiert und bietet kein Zyp-Interaktionspotenzial. Gut, also ihr merkt, am wichtigsten ist einfach zu merken, man soll, wenn einem Patienten ein Statin gibt, schaut man nochmal vorher nach, ob die anderen Medikamente, die er nimmt, irgendein Zyp-Interaktionspotenzial haben. Ja, man muss sich meiner Meinung nach nicht zwingend merken, welches Zypenenzym wo abgebaut wird, aber welches Zypenenzym welches Statin abbaut, aber man muss einfach merken, es gibt Interaktionspotenzial, man sollte das vorher nochmal checken. So, die Statine wirken alle gleich, indem sie die Cholesterinsynthese hemmen, habe ich schon gesagt. Ich habe schon gesagt, aus Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA wird der Hydroxymethyl-Glutaryl-Coenzym A. Das wiederum wird weiter durch die HT-CoA-Reduktase zu Mevalonat katalysiert. Und dieser enzymatische Schritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in der Cholesterinsynthese. Das heißt, wenn wir dieses Enzym hemmen, die HT-CoA-Reduktase, hemmen wir die Cholesterinsynthese. Was passiert dadurch? Wenn wir die Cholesterinsynthese hemmen, sinkt in allen Zellen im Körper die Cholesterinkonzentration. Wenn die Cholesterinkonzentration in den Zellen sinkt, haben wir gelernt, dass dieser N-terminale Ende von STRAP-P, von diesem Steroid Response Element Binding Protein, kann dann in den Zellkern dissoziieren, also halt wegdissoziieren von dem Insin 1 aus dem Endotransmittel und dann wiederum zur verstärkten Transduktion von LDL-Rezeptoren führen. Okay, also de facto ist der Effekt von Statinen, sie senken die Cholesterinsynthese, dadurch wird die LDL-Rezeptorexprimierung erhöht und dadurch wird vermehrt LDL aus dem Blutkreislauf in die Körperzellen aufgenommen. De facto sinkt also LDL und das nicht wenig. Also das Potenzial der LDL-Senkung ist von Statin zu Statin unterschiedlich. Es reicht von 20% bei den Niedrigpotenten bis zu 55% Senkung bei den potenteren Statinen. Also Atorvastatin ist zum Beispiel eines der potenteren Statine. Es gibt Studien, die sagen, dass die potenteren Statine einen Nachteil haben und der ist, dass die ein erhöhtes Risiko für eine Neuentstehung eines Diabetes mellitus Typ 2 haben. Also das kann man vielleicht im Hinterkopf behalten, ansonsten würde man sagen, man sollte jedem Menschen eher die potenteren Statine geben, weil sie LDL stärker senken. Aber es gibt dann immer noch ökonomische Überlegungen hinter der Medikamentenverschreibung. Also wisst ihr, ein älteres Medikament ist immer billiger als ein neueres, die neueren sind halt die potenteren und so weiter. Also das wird dann alles in ein paar Jahren und sich wahrscheinlich nochmal ändern. De facto merkt ihr einfach, LDL kann bis zu 50% gesenkt werden, Triglyceride können auch gesenkt werden um bis zu 25% und das HDL kann ansteigen um ca. 5-10%. Und deswegen sind die Statine auch unsere Lieblingspharmaka für LDL-Senkung. Statine haben neben diesem Nebenwirkungen, also man sagt, Statine werden sehr gut vertragen. Also es gibt meistens wenig Patienten, die sich wirklich beschweren. Was entstehen kann, ist eine Myopathie im Sinne eines Muskelkaters. Der Patient sagt, er hat Schmerzen in den Muskeln, es fühlt sich an, als ob er Sport gemacht hätte. Und das kann bei bis zu 10% der Patienten auftreten. Und solange die nur leichte Beschwerden haben, so ein leichtes Muskelziehen, muss dann nicht sofort die Alarmglocke klingeln. Da kann man einfach sagen, man kann cool bleiben, man muss kontrollieren, ob wirklich Muskelzellen im Körper zerfallen sind oder nicht. Und den Muskelzellzerfall im Körper kann man nachweisen, indem man Blut abnimmt bei einem Patienten und die Kreatinkinase bestimmt. CK. Kreatinkinase ist das Enzym, das wir bestimmen, wenn wir wissen wollen, ob irgendeine Muskelzelle zerfallen ist. Und bei 10% der Patienten, eben, die haben Muskelbeschwerden, aber keine Erhöhung der Kreatinkinase. Das heißt, das ist nur leicht und schwer, dann ist es nicht so viel kaputt gegangen. Wie die Muskelzellen wirklich zerfallen, ist im Endeffekt noch nicht ganz geklärt. Dazu kommen wir gleich. So, bei ca. 1% der Patienten kommt es zu einer Myopathie gemeinsam mit einer Erhöhung der Kreatinkinase. Ich habe bis jetzt erst einen Patienten
erlebt, gerade vor 4 Tagen. Der hatte eine Erhöhung der Kreatinkinase. Also der hatte so leichte Muskelbeschwerden mit Erhöhung der Kreatinkinase, die war aber nur leicht erhöht. Das heißt, da muss man auch noch nicht panisch schreiend durch die Gänge laufen und den Oberarzt suchen, sondern man kann ganz cool bleiben. Also, leichte Erhöhung der Kreatinkinase ist noch nicht lebensbedrohlich. Man kann das Kreatin dann einfach absetzen und es ist nichts weiter Schlimmes passiert. Und dann, selten kann es zum lebensbedrohlichen Bild einer Rhabdomyolyse kommen. Die Häufigkeit wird so ungefähr angegeben bei 1 zu 1 Million. Und Rhabdomyolyse bedeutet, dass die Muskelzellen zerfallen, wirklich in einem extrem hohen Ausmaß zerfallen. Und durch den Muskelzellenzerfall flutet im Blut ganz viel Myoglobin an. Und Myoglobin kann dann die Nieren kaputt machen. Ja? Das ist einfach ein Problem, das im Blut vorkommt. Und das macht dann die Baumarkapseln, die im Glomerulum kaputt. Und dadurch bekommen die Menschen ein Nierenversagen. Und das wiederum kann tödlich sein. Die Entstehung dieser Rhabdomyolyse wurde meines Wissens noch nicht vollständig geklärt. Eine Überlegung ist, dass die Synthese von Coenzym Q hinunterreguliert wird. Coenzym Q ist auch, also ist wichtig erstens für die oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien und entsteht halt auch aus diesen Vorläufern, also Acetyl Q, Coenzym A plus Hanosyltryptophan B und so weiter, diesen Vorstufen. Und eine Hypothese ist, dass wenn das Coenzym Q vermindert synthetisiert wird, dann können die Muskelzellen zerfallen. Gerade heute ist in New England Journal of Medicine in einem Paper synthetisiert, würde ich schon sagen, publiziert worden, das besagt, ich konnte es noch nicht genau durchlesen, also der Flieger eingestiegen wird, konnte nur den Effekt durchlesen. Wer hat schon gelesen? Noch niemand. Was ist los? Also, dieses Paper besagt, dass die Rhabdomyolyse bzw. die Myopathie von Statinen eigentlich eine Autoimmungenese hat. Also dass bei manchen Patienten, wie auch immer, ich weiß es noch nicht, wer es durchgelesen hat, eine Autoimmunreaktion gegen die Muskelzellen, gegen die Struktur oder ähnliche Zielstrukturen ausgelöst wird und dadurch dann der Muskelzellenzerfall bedingt wird. Also, ihr merkt es euch, ihr lest es heute Abend, ihr werdet nicht schlafen können, weil ihr so begeistert seid von dem Paper. Gut, an sich, neben diesen Muskelbeschwerden, an die ihr überdenken müsst, und ihr müsst dann denken, vor allem, das Risiko wird vor allem dann erhöht, wenn ihr den Zyphämmer dazugeht, ja? Wenn die Bioverfügbarkeit von Statinen erhöht wird. So, und ansonsten habe ich es mir wirklich selbst noch nicht, eine Rhabdomyolyse sowieso noch nicht gesehen, und erst einmal eine Myopathie. Okay. Gut, ansonsten sind die Statine gut verträglich, können natürlich auch den Gastrointestinaltrakt gehen, 2-5% der Patienten. Also ein bisschen Durchfall oder auch ein bisschen Blähungen oder ein bisschen Verstopfung. Und wir haben schon gesagt, in Kombination zum Beispiel mit Ezetimib kann es leichter zur Erhöhung von den Leberentzündungen kommen. Also man soll generell mal denken, bei Statinen kann man mal die Transaminasen kontrollieren. Und da ist wiederum wichtig, dass die Erhöhung der Transaminasen, die immer so pauschal im Pharmabuch angegeben wird, die muss man differenziert betrachten. Also es gibt eine Transaminasenerhöhung, die ganz marginal ist, also nur minimal über den Normwert, und die macht natürlich viel weniger Probleme als eine Transaminasenerhöhung auf das, sagen wir, 10-fache des Normwertes. Das heißt, und das könnt ihr im 4. Semester auch nicht wissen, wie das genau zu handhaben ist. Im Endeffekt lernt man das dann in der Klinik, beziehungsweise fragt man den erfahrenen Hepatologen, was man machen soll. Gut, also, Interaktionspotenzial von Statinen, ganz, ganz wichtig, CYP3A4-Hemmung oder CYP2C9-Hemmung oder generell CYP-Hemmung kann dazu führen, dass die Statine vermehrt in den Blutkreislauf kommen und ein Myopathie-Risiko erhöhen. Deswegen müsst ihr daran denken, dass es ganz viel Pharmaka gibt, die gemeinsam mit Statinen nur vorsichtig verabreicht werden sollten. Wichtig, Erythromycin und Claritromycin, CYP3A4-Hemmung, die ihr kennt als Block 9, Azol, Antimykotika, kennt ihr auch als Block 9, Verapamil lernt ihr dann Block 11 kennen, und dann gibt es noch zum Beispiel HIV-Protease-Hemmer, die kennen auch das Ritonavir vor allem, das ist ein HIV-Protease-Hemmer, die gibt man eigentlich nur zur CYP3A4-Hemmung, und Fibrate gibt es dann auch noch, die lernen wir hier, jetzt in Block 10. An sich, es gibt viele Pharmaka, und einfach bevor man Statin verabreicht, sollte man nochmal checken, ob es in dem Fall ein Interaktionspotenzial gibt. Die Statine werden extrem häufig verwendet. Ihr werdet es auch ganz vielen Patienten verschreiben,
oder wir werden es mit der ganz vielen Patienten sehen, die ein Statin nehmen, weil sie sind einfach so gut wirksam zur Senkung von LDL-Cholesterin. Und bei der Einnahme kann man beachten, dass man die Statine, normalerweise nimmt man sie am Abend ein, einen Erklärungsversuch oder ein Legitimierungsversuch ist, wenn man sagt, die Cholesterinsynthese passiert vor allem in der Nacht und deswegen ist es sinnvoll, das Statin zum Abend einzunehmen. Und die Statine haben neben der Senkung von LDL-Cholesterin auch ganz viele andere Effekte. Man sagt, Statine haben pleiotrope Effekte. Bedeutet, sie haben neben der LDL-Cholesterin-Senkung auch antiinflammatorische Effekte, auf zum Beispiel diese arteriosklerotischen Plaques. Zum Beispiel, da gibt es noch antithrombotische Effekte, die man nachgewiesen hat von Statinen. Das heißt, de facto für euch, dass Statine alle möglichen Effekte haben, die alle das Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erniedrigen. Deswegen werden Statine zum Beispiel ganz gern zur Sekundärprävention, zur Prävention von Schlaganfallpatienten verabreicht. Also wenn ein Patient einen Schlaganfall hat, dann kriegt er gleich mal aus dem Handgelenk entgegengeschüttelt, das Statin lebenslang, ja, weil es senkt einfach das Risiko für einen erneuten Schlaganfall. Wenn der Patient einen Herzinfarkt hat, wird man auch wahrscheinlich ein Statin angeteilt. Einfach weil es das Risiko für einen zweiten Infarkt senkt. Und Kontraindikationen für Statine sind logischerweise Lebererkrankungen, weil wir gesagt haben, die Leber ist der Wirkort von Statinen. Dann zweitens, die wichtigste Nebenwirkung von Statinen ist die Muskelzellschädigung, deswegen sind Muskelerkrankungen an sich schon mal eine Kontraindikation für Statine. Und dann ganz wichtig, Schwangerschaft und Stillzeit sind auch Kontraindikationen für die Einnahme von Statinen. Cholesterin ist ganz, ganz wichtig für die ZNS-Reifung beim Fötus. Also es gibt ja genetische Defekte, wie zum Beispiel das SLO-Syndrom, Lemmy-Opitz-Syndrom, wo die Cholesterinsynthese genetisch gestört ist. Und diese Patienten oder diese Menschen kommen mit mentaler Retardierung und anderen Symptomen auf die Welt. Also deswegen darf man Statine niemals in Schwangerschaft verabreichen. Also, die pleiotropen Effekte der Statine sind hier kurz aufgelistet. Sie senkt das kardiovaskuläre Risiko um ein Vielfaches und die pleiotropen Effekte der Statine sind hier aufgelistet. Also Stickstoffmonoxid-Synthese in den Gefäßen wird stimuliert im Endothel und dadurch kommt es zu einer leichten Vasodilatation. Dann die Plaques haben eine geringere Tendenz zu reißen. Also die Plaques werden stabiler. Ich habe schon gesagt, das sind diese Neonitima, die über die Schaumzelle gebildet haben, über diese Entzündungsreaktion, die wir als Gefäßverkalkung im Volksmund immer erklären. Entzündungsreaktionen an sich werden ein bisschen unterdrückt. Die Oxidierung von LDL wird unterdrückt und die es wird auch noch antikoagulativ. Also, ihr seht zum Beispiel, gab es eine Studie, die gesagt, 20 Milligramm Rosuvastatin pro Tag das Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose um 43% reduzieren kann. Also ihr seht ganz viele verschiedene Effekte, alle gut bei der Behandlung von Menschen, die ein Risiko haben, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Nikotinsäure, also das war es mit den Statinen, wichtigste Gruppe für die Lipidsenker, die muss jeder 100 pro drauf haben. Gut, wir machen weiter mit der Nikotinsäure oder auch Niacin. Was ist da besonders? Erstens hat eine kurze Halbwertszeit von nur einer Stunde. Die hepatische Metabolisierung ist in dem Fall nicht ganz so spannend wie bei den Statinen. Wird auch renal eliminiert und bei der Pharmakodynamik von Nikotinsäure ist wichtig, dass man es primär mal gar nicht hundertprozentig genau sagen kann, wie es überhaupt wirkt. Also die molekularbiologischen Wirkmechanismen werden bis jetzt mit ein paar Erklärungsversuchen. Also das sage ich gleich. Zuerst mal ist wichtig, was sind die Effekte? Na, wenn man es nimmt, hat es erstens einen geringen Effekt auf LDL, sondern einen vor allem großen Effekt auf die Triglyceride. Also Nikotinsäure ist das Pharmakon, das Triglyceride gut senken kann und vor allem hat Nikotinsäure einen starken Effekt auf die HDL-Konzentration. Das Lipid-Cholesterin wird stark in der Konzentration erhöht. Ihr wisst, der Grenzwert war über 40 Milligramm pro Deziliter HDL-Dolmir. Nikotinsäure kann beim HDL eine Erhöhung von 15-35% der HDL-Konzentration herbeiführen. Gut, also die Wirkung wird hier dargestellt
Also wir sehen hier einen Adipozyten, eine Fettzelle. Auf dieser Fettzelle sitzt ein G-Protein gekoppelter Rezeptor, der von Nikotinsäure aktiviert werden kann. Dieser G-Protein gekoppelter Rezeptor ist der Name GPR109A und der ist GI gekoppelt. Durch die GI-Kopplung sinkt Cyclo-AMP, dadurch sinkt die Proteinkinase A und dadurch haben wir wiederum eine Hemmung der peripheren Lipolyse und dadurch wiederum sinkt die Triglyceridkonzentration ab. Also das ist so, das ist ein Erklärungsversuch von Nikotinsäure, de facto ist es gar nicht 100% sicher, ob es so wirkt. Es hat nämlich auch noch andere Effekte, weil dadurch wird ja nicht erklärt, wie HDL erhöht wird. Dadurch kann man vielleicht erklären, wie die Triglyceridkonzentration beeinflusst wird, aber dadurch hat man wenig Erklärung für die HDL-Konzentrationserhöhung. Und da wird wiederum vermutet, dass Nikotinsäure das Cholesterin-Ester-Transferprotein, ein Enzym, das dazu führt, dass aus HDL, LDL oder IDL gebaut werden kann, durch Hemmung von diesem Cholesterin-Ester-Transferprotein kann HDL dann vermindert, LDL umgebaut werden und dadurch steigt die HDL-Konzentration. Ist eine Hypothese. Nebenwirkungen von Nikotinsäure. Erstens, es kann dazu kommen, dass Prostaglandin D freigesetzt wird. Unter Prostaglandin-Freisetzung haben wir meistens Flush als Nebenwirkung, also als Effekt. Prostaglandine können ja zur Vasodilatation führen, das wisst ihr jetzt schon. Und deswegen kann es zu einem Flush kommen, weil zum Beispiel ein Langhalsdrüsen Prostaglandin freigesetzt werden kann. Was kann man machen? Man kann zum Beispiel ein NSAR wie zum Beispiel ASS dazu verabreichen oder man kann auch einen Prostaglandin-Rezeptor-Antagonisten verabreichen. Labotripant ist der Prostaglandin-B-Rezeptor-Antagonist, den man zusätzlich verabreichen kann. Aber ihr seht schon, das ist schon mal unpraktisch, wenn man bei einem Pharmakon ein zweites dazu verabreichen muss, damit man überhaupt die Nebenwirkungen in den Griff kriegt. Zweitens, gastrointestinale Beschwerden können auftreten. Ist nicht so wichtig. Was jetzt ganz wichtig ist, bei Nikotinsäure, das ist wieder besonders, es führt zu einer Verminderung der Glukosetoleranz. Das heißt, es kann zu einer Verschlechterung von einem beschwerten Diabetes mellitus führen. Und das ist wiederum ganz blöd, weil, wir haben schon gesagt, in Mitteleuropa haben die ganzen Menschen was für ein Syndrom? Metabolisches Syndrom, das ist was? Dyslipidämie, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2 und Raumumfang über 88 cm Frau, 102 cm Mann. Genau, also genau diese Risikofaktoren haben wir hier, Mitteleuropäer, und deswegen, da fallen wir zum Beispiel schon die Nikotinsäure fällt bei diesen Patienten schon mehr raus. Weil wenn ich schon Diabetes mellitus habe, kann ich nicht Nikotinsäure dazu verabreichen. Und generell Patienten, die eine Dyslipidämie haben, werden immer dazu neigen, auch einen Diabetes mellitus zu haben. Deswegen allein wird das Nikotin, die Nikotinsäure wenig verwendet. Zweitens, neben der verminderten Glukosetoleranz kann es auch noch zur Hyperuricämie kommen. Könnt ihr erinnern, welche Glukosate können auch zur Hyperuricämie führen? Allopurinol? Nein. Pyrazinamid und Ethambutol. Allopurinol war was? Vorsicht, Marius, da hört man alles. Wer kommt da noch mit der Peitsche? Also, Allopurinol war ein Uricostatikum, das dazu führt, dass vermindert. Bitte? Genau. Die Xanthinoxidase wird gehemmt und dadurch senken wir die Koratkonzentration. Gut. Also, bei Giftpatienten dürfen wir Nikotinsäure auch nicht verabreichen. Und das ist ja natürlich wieder so. Ihr wisst ja, Hyperuricämie kommt auch bei den dicken Blasenmenschen vermehrt vor, die werden also eher eine Dyslipidämie haben. Das heißt, wiederum Nikotinsäure ist meistens ein bisschen unpraktisch. Und es kann zu einer leichten Leberschädigung führen. Wir verwenden es fast nicht. Fibrate, ja. Bitte, das ist aber nicht. Also, ich habe das überhaupt verwendet, vor allem wenn irgendwie die Patienten sonst gar kein anderes Lipidsenkendes Pharmakon nehmen dürfen, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, sie haben immer die dritte Obstipation, deswegen sollen sie keine ganze Binder nehmen, sie vertragen zum Beispiel das Ezetimibe aus irgendeinem Grund und sie vertragen Statine, weil sie das Skelettmuskulatur haben, 17 zu 3, 4 Hämmer nehmen, dann
Was wenn ich jetzt eigentlich noch mal für meine Verwendung werden würde, nehmen wir doch die Gewinnsäule. Ja, also ein Reservemittel. Wir kommen zu der nächsten Gruppe, die Fibrate, Beta-Fibrat, Phenofibrat und Gemfibrozin. Die machen wir auch schneller durch. Also, wir haben alles super gut reserviert, weil sie auch mikrophil sind. Also ungefähr 100% Resorption. Arbeitszeit ist kurz beim Gemfibrozin und lang beim Phenofibrat. An sich nicht so besondere Sachen, die man zwingend merken muss. Bei Hirninsuffizienz ist es wichtig, dass man die Fibrate nicht verarbeiten soll, weil sie sonst nicht ausgeschieden werden können. Wie wirken sie? Sie sind PPAR-Alpha-Agonisten und die PPAR, die haben wir eben schon gesprochen, glaube ich, nochmal, wenn ich einmal kurz erwähnen. Wofür steht es? Bitte? Genau. Okay. Sprich, wofür steht PPAR-Alpha? Ja, das merkt man zum Beispiel. Peroxisomen, Proliferator, Aktivator, Rezeptor Alpha. Aber ich sage es nur, PPAR-Gamma werden wir wieder begegnen, am Mittwoch spätestens. Und die sind wichtig bei der Behandlung von Diabetes, oder wichtig, das habe ich schon etwas Falsches gesagt, die sind relevant für die Proxen-Pharma-Seminare, wenn es um Diabetes geht. Und Fibrate im Gegensatz dazu sind Agonisten am PPA-Rezeptor Alpha. Natürliche Liganden an diesem Rezeptor sind Fettsäuren. Und die Effekte von einem Agonismus an der PPA-Alpha, der ein nuklearer Rezeptor ist, und gemeinsam als Heterodimer mit dem Retinsäure-X-Rezeptor vorliegt. Die Effekte sind, die Transkription von manchen Genen wird beeinflusst und dadurch entsteht de facto eine Steigerung der Beta-Oxidation, sprich eine gesteigerte Lipolyse entsteht dadurch. Beta-Oxidation, was wird da abgebaut? Was für ein Fett? Eine ganz normale Fettsäurekette, oder? Also kein Cholesterin oder so irgendwas, sondern eine ganz normale Fettsäurekette. Wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, wirklich solche Fettsäuren. Ja? Die werden durch Beta-Oxidation abgebaut. Und warum sage ich das? Weil diese Fettsäuren vor allem mit den Triglyceriden eingebaut sind. Das heißt, der Haupteffekt von Fibraten ist eine Senkung der Triglyceridkonzentration im Blut. Also, Fettsäureoxidation wird gehemmt. Wird gesteigert. Und zweitens, es werden auch noch ganz viele andere Gene verstärkt transkribiert, zum Beispiel das Apolipoprotein A1. Wer weiß, wo das vorkommt? Das ist wichtig auf den High-Density-Lipoproteins. Also es werden vermehrt HDL dann exprimiert oder halt hergestellt, weil mehr ApoA1 verfügbar ist. Okay, also de facto, es entsteht eine Reduktion der Triglyceridkonzentration im Blut. Das ist der Haupteffekt von den Fibraten. Auf LDL haben sie einen geringeren Einfluss, also das senken sie nur um 5-20%, aber hauptsächlich hemmen sie die Triglycerin, oder senken sie die Triglycerin-Konzentration im Blut. Gut, die Fibrate sind an sich trotzdem nicht so beliebt. Erstens, weil wir hauptsächlich LDL senken wollen und zweitens, weil sie auch einige Nebenwirkungen haben können. Erstens, wieder mal gastrointestinale Beschwerden können auftreten. Und zweitens kann es zu einer leichten Leberschädigung kommen, also wird Tandem-Nasenkontrolle empfohlen. Und es kann auch das Risiko für Gallensteine erhöht werden. Das heißt, wenn Menschen schon eine Cholezystinitiasis haben, also einen Gallenstein leiden, dann sollte man natürlich keine Fibrate dazu noch draufklatschen. Und wichtig, Fibrate erhöhen das Myopathie-Risiko von Statinen. Und damit Statine immer als Mittel der ersten Wahl verwendet zur LDL-Senkung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Patient, der eine Dyslipidämie hat, per se schon ein Statin bekommt und wenn er dann noch ein Fibrat dazu bekommt, dann ist das erhöhte Myopathie-Risiko relevant und sollte man nicht machen. Gut, und Impotenz kann auch auftreten, auch nicht angenehm. Kopfschmerzen, Haarausfall, kann man vertragen. Also, Lipidsenker, zusammenfassen. Ihr müsst bei den Lipidsenkern. Also die Effekte auf verschiedenen Fraktionen der Lipoproteine wissen und ihr müsst auch ungefähr verstanden haben, wie das zustande kommt, sofern das in den Pharmabüchern auch erklärt wird. Es gibt ja nicht überall hundertprozentig richtige Erklärungsmodelle. Also nochmal zur Wiederholung, Ezetimib und Anionenaustauscharbeitzeit, die ersten zwei, die haben einen moderaten Effekt auf die LDL-Konzentration, werden hauptsächlich als Kombinationspräparate verwendet. Bei Ezetimib habt ihr gemerkt, dass die nur als Kombi verwendet, es wird nur als Kombi verwendet und wenn
wird in Kombination mit Statinen verwendet und dann muss man die anderen Nasen kontrollieren. Die Anion Austauscher H2, Cholesteramin, Cholesterol und Cholesterolan werden auch hauptsächlich als Kombinationspartner verwendet, es sei denn, die Patienten haben zum Beispiel eine Hemikolektomie rechts hinter sich, wie gesagt, haben sie das terminale Ileum nicht mehr und wer das terminale Ileum nicht hat, kann die Gallensäure nicht mehr resorbieren. Wenn man die Gallensäure im Darmsalz abbindet, dann können die Gallensäure nicht mehr ihre prokinetische motilitätsfördernde Wirkung ausüben. Deswegen ist die Nebenwirkung, die wichtigste Nebenwirkung, die Obstipation. Und bei diesen ganzen Austauscherharzen ist es noch wichtig, dass sie, wenn sie in Kombination mit anderen Pharmaka verabreicht werden, schon mal 4 Stunden abstehen lassen. So, dann kommen wir zu den Statinen. Die Statine sind unsere besten LDL-senkenden Pharmaka, senken LDL um bis zu 55% und haben auch günstige Effekte auf Triglyceriden und HDL. Wichtig ist, dass wir an das Zinkinteraktionspotenzial denken, weil die wichtigste Nebenwirkung von Statinen ist die Myopathie, also Muskelzellschädigung. Nikotinsäure war unser stärkster HDL-hebendes, unser stärksten HDL anheben kann und bis zu 35% der Fälle, ist aber generell ein metabolisch ungünstiges Pharmakon, weil es hat als Nebeneffekte die verminderte Glukosetoleranz, deswegen kommt man in den Diabetes mellitus und dadurch bei den meisten Patienten Glycosylvitamin-Glycin nicht verwendbar und außerdem Hyperuricämie und dann haben wir noch den Flasch als Nebenwirkung gehabt, das heißt, eigentlich nicht so gut verträglich. Die Fibrate erhöhen das Myopathie-Risiko von Statinen und Fibrate sind BPA-Alpha-Abristen und führen zu einer erhöhten Beta-Oxidation, das heißt, vermehrter Abbau von Triglyceriden, Fettsäuren. Und deswegen Senkung von VLDL. Dann gibt es noch ein paar neue Wirkstoffe zur Lipidsenkung. Die sind in der neuen Auflage von Actorius schon drinnen. Es gibt dann auch noch weitere Gruppe, die ich hier nicht aufgelistet habe, habe ich euch erspart, beziehungsweise sagen wir mal relativ vergessen. Also, ist egal. Die sind damals bei uns noch nicht geprüft worden, diese neuen Wirkstoffe zur Lipidsenkung. Ich kann es natürlich nicht garantieren, dass nicht der eine oder andere Professor doch mal nachfragt. Und vor allem weiß ich auch nicht, wie die aktuelle Studienlage dazu ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich fange mal an. Die CETP-Inhibitoren. CETP ist das Enzym, das steht für Cholesterin-Ester-Transferprotein. Was macht es? Es führt dazu, dass aus dem HDL wird Cholesterin in LDL umtransferiert. Und dadurch wird das LDL natürlich wieder in der Konzentration ansteigen und HDL sinken. Das heißt, wenn wir CETP-Inhibitoren entwickeln, die da sind, Anacetrapib und Evacetrapib, Mario hat vorher ganz schön easy gesagt, einfach zwei hübsche Lebensnamen merken, also Ana und Eva, und dann hat man sich schon fast gemerkt, weil dann CET steht ja fast für CETP-Inhibition, genau, den restlichen Unterschied. Also Anacetrapib und Evacetrapib. In Klammern steht noch das Talcetrapib und Torcetrapib, die sind aber schon wieder rausgefallen, weil sie in Studien ungünstige Nebenwirkungen gezeigt haben. Also, was habe ich für ein Potenzial? Wir können HDL bis zu 100% heben, beziehungsweise mehr als 100%, also ihr seht, da ist ganz hohes Potenzial vorhanden. Sie können auch LDL um bis zu 50% senken. Also eigentlich vom Effekt her sehr vielversprechende Pharmaka, man muss halt abwarten, was sie sonst für Nebenwirkungen in diesen klinischen Studien zeigen, ob sie gut verträglich sind oder nicht. Zum Beispiel beim Torcetrapib ist wurde vom Markt genommen, weil es den Blutdruck erhöht hatte. Das ist natürlich wieder ungünstig für Menschen mit metabolischen Syndromen. Gut, dann gibt es noch MTP-Inhibitoren. MTP ist das mikrosomale Triglyceriden-Transferprotein. Lomitapib ist der Wirkstoff und führt im Prinzip dazu, dass die Leber die Triglyceride nicht mehr in die Peripherie transportiert. Das heißt, im Prinzip, es wird nur eine Fettleber herbeigeführt, weil das Fett bleibt in der Leber. Deswegen muss man an sich schon mal abwarten, wie da die Langzeiteffekte sind. Weil wenn wir die ganzen Triglyceride in der Leber nicht mehr weiter transportieren, dann wird das wahrscheinlich auch immer ungünstige Effekte haben. An sich, das Potenzial ist wieder relativ interessant. Also das ganze LDL senken um 50%, bis zu 50% herbeiführen. Deswegen in Amerika, vielleicht auch schon in
Antisens, Oligonukleotide gegen ApoB100, also eines der Apo-Mikroproteine, das zum Beispiel auf dem LDN, auf den Low-Density-Mikroproteins drauf ist. Das Mikromersin ist der Wirkstoff und ist in den USA zugelassen. Mehr kann ich euch dazu noch gar nicht sagen. Und es gibt noch andere, wie zum Beispiel die Hemmung der Mikroprotein-assoziierten Phospholipase A2. Und Wirkstoff ist damit Tardif. Studie heißt Solitim 52. Und ja, das war's, glaube ich. Schönen Abend.